und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Rage of Empires. Heute in einer dreifachen Spezialausgabe, denn wir haben ein neues Studio. Marco ist fehlt. Leider krank. Gute Besserung, Marco, und nicht zu Hause. Und statt Marco ist heute bei uns Nili. Nili! Herzlich willkommen. Jetzt müssten wir es vielleicht sehen. Eventuell. Ich sag einfach mal Hallo, Nein. Nili. Die Kamera. Ja! Hey, Nili, herzlich willkommen. Da, ihr seid drauf. Hallo, jetzt Nili seid ihr gerade drauf. Nili und Mara ist natürlich wieder mit dabei. Hallo. Sollen wir jetzt was sagen? Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Hey. Hallöchen. Vielleicht für manche, die nicht unbedingt wissen, wer Nili ist. Nili ist der beste Age of Empires-Spieler Deutschlands. Des Universums. Des Universums. Universums. Hätte ich nicht gesagt. Aber deswegen absolut legitimer Ersatz heute für Marco. Ja, wir werfen gerne mit Superlativen um uns. Es kann sein, dass er... sagen wir mal, doch schon der Beste. Sagen wir einfach jetzt. Okay. Es gibt ja noch Jordan 23, der eventuell. Beste heute im Studio. Ist da ein klein, ist da noch eine kleine Schippe drauf? Was meinst du? Da schätz dich mal selber ein. Ja, sagen wir, ich glaube, ich könnte der beste deutsche Spieler heute hier im Studio sein. Okay. Oh, das war sehr gut ausgedrückt. Hohe Worte. Und natürlich, wie immer, gibt es das altbewährte Format. Erstmal werden Donny und ich uns messen. Donny hat sehr viel trainiert. Ich bin beeindruckt von seinem Fleiß. Und kommentieren werden Nili und Mara heute. Und danach werden wir in einer neuen Staffel ein neues Team gründen. Ein neues Herz schlägt gemeinsam in unserer Dreierbrust. Ja. Denn wir sind Flomani. Flonara. Flonara, genau. Denn heute verbünden uns Flonny und Mara. Flonnypaw plus Mara. Zusammen gibt das Flonara, genau. Was sich anhört wie ein Taschentuch. Und wir spielen heute gegen Nili im 3v1. Ich bin sehr gespannt. Zusammen mit Marco haben wir es ja schon gegen Viper geschafft. Ja. Jetzt zu dritt gegen Nili. Ich bin sehr gespannt. Nili hat heute auch schon ein bisschen trainiert. Und Stunden hat er heute. Ich glaube, es wird spannend. Aber das ist ja für ihn Frühstück. Ja. Nili, wie viel? Können wir sie mal sehen? Ja, ich würde sagen, so, ich habe heute Morgen ist denn so da los heute? 4 Stunden gespielt oder sowas. Jetzt wird auf die geschaltet. Und so auch so ein bisschen 3 gegen 1. Ja. War aber nicht so erfolgreich, muss ich sagen. Ja, ja, so will ich doch. Ja, man muss auch vielleicht noch mal kurz am Anfang auch sagen, Nili ist nicht nur ein sehr guter Spieler, sondern Nili hat auch einen eigenen Kanal, könnt ihr euch gerne mal reinziehen, der streamt auch regelmäßig auf Twitch. Nili_AOE ist, glaube ich, der Handle, damit findet ihr ihn auf jeden Fall mindestens auf Google, auf Twitter und auf Twitch und so ist er zu finden. Ich würde auch gerne noch mal kurz, bevor es losgeht, was zeigen, denn wir haben eine Einsendung bekommen, wir haben jetzt schon ein paar Einsendungen bekommen tatsächlich. Es ist auch übrigens die Kiste angekommen an denjenigen, der es eingeschickt hat, keine Sorge, wir haben es bekommen, wir haben es natürlich noch nicht aufgemacht, weil wir warten, bis Marco wieder da ist. Auch von mir an dieser Stelle gute Besserung, lieber Marco. Wobei man ja nicht weiß, er ist schon sehr lange krank. Ja, und er ist auch sehr viel online in Age of Empires. Also man weiß nicht genau, was da los ist. Ja, wir haben auch so ein bisschen die Vermutung heute Morgen gehabt, Florentin und ich von Moin Moin, dass wir auch ein bisschen so, könnte auch sein, naja, gut, wenn man halt immer gewinnt, ne? Irgendwann man. Er hat Angst vor dem Rematch, kann ich mir gut vorstellen. Und einmal gewonnen und dann, ich bin der Beste der Welt, aber ich bin jetzt leider krank, ich kann leider keine Revanche annehmen. Er kann leider nicht annehmen, weil ich bin zwar krank, aber ich spiele online gerade noch Age of Empires. Das mal Spaß beiseite. Mich hat tatsächlich deine Einsendung erreicht. Ich bedanke mich sehr vielmals. Ich muss gucken, spicken auf den Namen. Ihr werdet gleich sehen, was es ist. Und glaubt mir, ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, es ist was sehr Geiles. Sanne, liebe Sanne. Ich glaube, es ist Sanne. Janne oder Sanne, das S sieht aus wie ein G, aber ich glaube, es ist Sanne. Ihr kennt mich ja. Sieht man schon? Nein. Ihr wisst, manchmal hat man kalte Finger. Ich meine, hast du schon mal kalte Finger gehabt, Florentin? Ja, aber tatsächlich beeinflussen sie meine Spielqualität nicht. Scheiße. Bei mir ist es anders. Ich gehöre zu der Sorte Mensch. Kalte Finger, da läuft es nicht so gut. Und es gibt dann heute auch keine Ausreden, denn mir wurden fucking Handschuhe genäht, gehäkelt. Und was ich am lustigsten finde, ist, aber die Mühe ist, also ich bedanke mich sehr vielmals, Sanne, aber es ist schon ein bisschen lustig, dass das Handschuhe sind, wo gerade die Finger nicht gewärmt werden. Wo ich mir denke, okay, aber natürlich dienen sie dazu, dass meine Hände gewärmt werden und die Wärme der Hand tut sich natürlich auf die Finger. Immer. Und man muss sehen, es ist hier im Irland, ne? Es sind die Irlandfarben. Grün, Weiß und Orange. Ein Traum. Vielen Dank, Sanne, ein Träumchen. Damit werde ich auch heute eventuell spielen. Nee, weil es beeinträchtigt. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst vor dir. Du bist halb Mensch, halb Maschine mittlerweile. Du bist einfach so top vorbereitet. Ich war gestern sogar auf Teamspeak im Rocket Speak. Ja, hab schön mit der Westfront, mit Maras Clan. Wie hast du nochmal geheißen, Donny? Sag du es mir. Teamspeak User 1.
wie so ein wirklich Obernoob, der wirklich zum ersten Mal im Internet ist, hab ich so, ja, kommt doch Teamspeak. Ich so, der Klassiker, so, oh, ich hab's nicht runtergeladen, irgendwo eine Echse holen, dann kommst du erst auf die Chips-Seite, die Scheiße runtergeladen, mittlerweile übrigens 70 MB groß, Teamspeak, runtergeladen, dann so nicht hingekickt den Nickname und dann connected als Unknown User oder Teamspeak User 1. Wow. Ja. Nicht schlecht. Ey, ich habe ein bisschen Respekt. Ich hatte ja früher den Vorteil, dass Donny ein ausgeprägtes Sozialleben ist. Und er ist Klubben gegangen, er hat Frauen getroffen und so. Und da konnte ich nebenbei ein bisschen trainieren. Mittlerweile ist es bei ihm alles gestorben und er hängt den ganzen Tag im Teamspeak rum und lässt sich Tipps geben. Von daher habe ich durchaus Respekt vor ihm heute, was da los ist. Wir können gleich mal ein Spiel eröffnen und langsam anfangen. Ich bin sehr gespannt, wie das heute läuft. Vor allem natürlich auch die Meinung von Nili zu hören. Ja. Was er denn so alles bemängelt an uns und wo er uns vielleicht noch Tipps geben kann, was wir besser machen können. Nili, mal ganz kurz eine Frage. Du bist ja recht gut. Wie viele Stunden am Tag muss man Age of Empires spielen, um so gut zu werden wie du? Was ist da so dein tägliches Pensum? Das ist halt schwierig. Ne? Ich habe halt wirklich angefangen, als es rausgekommen ist. Das heißt, ich spiele einfach seit 2000. Also oder 99, sowas, dieser Übergang. 2099? Naja, wirklich halt die ganze Zeit, hab wahrscheinlich jede Woche mindestens 20 Stunden gespielt und halt immer so auf dem höchsten Niveau. Von daher, muss man schon ein paar Stunden kloppen. Okay, nicht schlecht. Ja. Marco ist übrigens auch wieder im Chat, ne? Twitch-Chat. Überraschung. Ja. Okay. Ist der Marco. Wünsche ihm mal gute Besserung. Tschüss. Und ich glaube, wir können das Spiel starten. Wer hostet denn? Ja, die Frage ist nur an die Regie, sollten wir jetzt noch ein kleines bisschen Werbung machen oder dürfen wir direkt, sollen wir direkt anfangen zu spielen? Geil, das ist doch mal schön. So, dann genau, dann übernehmen jetzt tatsächlich Mara und Nili von unten, ihr kennt das. Florentin und ich haben die Trennwand, wir sind Ehrenmänner. Hier wird es ausgemacht, der Vorschaubildschirm und dann gibt es ein schönes One-on-One Florentin gegen mich und dann gucken wir mal, was Nili und Mara so von unserem, davon halten, was wir da so machen. Also, viel Spaß. Ihr könnt eins hosten, wenn ihr wollt. Ja, dann hoste mal. Ich will mich nicht mit dann technischen hoste ich Angelegenheiten einfach mal und wir schalten erfahren. Runter, würde ich sagen. Am besten Donny hosten, weil ich mit ihm befreundet bin. Donny, kannst du hosten? Genau. So, dann hoste ich mal und dann kann ich hier einladen. Genau. Da ist er schon im Spiel. Mit, da ist schon. Oh Gott, das war laut. Ich glaube, wir brauchen den Game Sound ein bisschen leiser im Studio. Ich habe hier nur auf Aktualisieren geklickt und hat schon gut gebrummt hier. Okay, ist schon leiser. Oh, du musst online gehen. Ich muss online gehen. Kann ich nicht ihn einfach finden unter Freunden? Eieiei. Mara muss auch online sein bei Steam. Hä, warum? Ne, ich guck doch bei ihm mit. Sitzt einfach neben mir. Ich warte. Okay, das ist ja eigentlich die Zeit, die jetzt einen guten Kommentator ausmacht, wo so nichts passiert und man jetzt eigentlich so ein bisschen die Zeit füllen muss mit darüber reden, was man am Tag vorher gegessen hat. Oder so ein bisschen das Spiel hypen. Aber es ist halt schwierig bei den beiden, ne? Wenn man schon weiß, dass so viel wirklich auf dem Spiel steht. Und ja, jetzt sieht's doch joinen wir doch ordentlich auch. Jetzt sieht's doch gut aus. Und wir. Hat Mara eine Weste an? Ja, Zuschauer? Vielleicht. Da drunter oder nicht? Weiß man nicht. Oh Gott, ich bin der Schlechteste. Naja. Genau, wir sind im Raum. Karte ist natürlich wieder Arabien, der Klassiker bei den beiden. Und warum nehmen die so komischen Namen die ganze Zeit? Problem? Warten Sie eine Sekunde. Okay, dann warten wir eine Sekunde. Klicken wir wieder rein. Und es geht. Manchmal, ne? Hat Windows recht. Ja, wahrscheinlich werden Sie sich jetzt noch ein bisschen besprechen, was hier. Okay, dann gib doch mal eine Ausschau. Was wird uns hier erwarten? Also, ich weiß auf jeden Fall, dass Donny mega trainiert hat. Also jedes Mal, wenn ich hier eingeloggt war bei Steam oder so, habe ich ihn gesehen, dass er da am Spielen war. Ich denke, er wird irgendein Volk nehmen, was mit Archern klarkommt. Also er wird entweder, ich würde mal sagen, Briten, Mongolen oder Äthiopier nehmen, würde ich denken. Und naja, Florentin, das ist immer eine Überraschung, was er nimmt. Das ist ein wilder Typ. Der nimmt immer irgendwas anderes. Ansonsten spielen wir wieder auf Arabien, ne? Ja.
sieht man nicht von ihm einfach die gelben Spanier? Also ich habe heute Morgen, als ich trainiert habe, meinen 3 gegen 1, habe ich gemeint, okay, ich brauche einen blauen Briten, einen gelben Spanier als Gegner und einen Goten. So, das war jetzt so meine Vorbereitung heute. Und wenn ihr dir... Redet. Wir wollten noch kurz über die... Ich habe vergessen, dass wir noch kurz über die Völker sprechen müssen. Klar. Ganz kurz, bevor es losgeht. Was wird's denn bei dir? Sind wir jetzt auch drauf und so? Ich weiß es nicht. Bei mir werden es die Äthiopier. Oh, ein Volk, das wir, glaube ich, noch nie hatten. Die Äthiopier. Ja. Jetzt bin ich natürlich mal gespannt. Ich habe die hier nicht mal in der Liste. Ach so, ist ganz unten. Volk von Bogenschützen. Bogenschützen schießen schneller. Kann natürlich sein, dass ich dann mit Bogenschützen spiele, ne? Pikinier und Hellebardier gratis. Okay. Nee, Hellebardier nicht mehr. Schlottel? Schlottelkrieger? Schlottel. Was ist da, was das Schlottel! Was ist das? Schotelkrieger. Nili, kannst du vielleicht mal aus Expertensicht kurz die Schotelkrieger erklären? Was ist gut dagegen? Was soll ich machen? Extrem. Nee, nicht was soll er machen. Was können die? Ich erkläre nur die Einheit. Ja. Die hat halt sehr großen Damage-Output, also wirklich richtig groß im Angreifen, hat aber sehr wenig Lebenspunkte. Und ist sehr schnell. Ist und ziemlich schnell. Gerade sehr schnell erschaffen. Genau, schnell erschaffen für eine Landeinheit. Es gibt eine Technologie, dass es noch schneller erschaffen wird. Und wie kann man die countern? Ja, komm, als ob es das Geheimwissen ist, was Counter ist oder nicht. Nee, da musst du auf die Postgame-Analyse warten, glaube ich. Okay, auf die Post-Niederlage-Analyse. Ich weiß selber nicht, wie man die kontert. okay, Donny. Ja, nein, okay, und dann sag ihm, wie man die kontert. Aber das ist eine von den Sachen, die was werfen, machen aber Nahkampf starten. Nee, ne? nur Nahkampf. Ah, nur Nahkampf. Genau. Okay, das reicht ja wohl als Info. Weil, guck mal, es könnte ja sein, dass zum Beispiel der eine sagt, bei Kongs kontere sie mit Plänklern, aber Nili ist halt ein guter Spieler, der sagt vielleicht was ganz anderes, was viel geiler ist. Du kannst ja immer verschiedene Sachen. Ja, okay. So, ich nehme auf jeden Fall die Äthiopier, nicht aus den ganzen Gründen, wie die gerade genannt worden sind, hier von wegen Schützen und so, weil Äthiopien ein schönes Land ist. Ganz einfach, weil ich die mag, Äthiopier. Was nimmst du denn, Florentin? Ich habe gehört, du hast hier ein bisschen was überlegt. Ich habe ein bisschen trainiert diese Woche und ich habe auch mal ein bisschen experimentiert mit verschiedenen anderen Strategien und mal geguckt, was man alles so machen kann. Und ich gebe ja zu, ich bin immer recht festgefahren auf die Spanier, aber ich habe mir dieses Mal gedacht, hey, guck dir auch mal irgendwie andere an und so. Und ich habe tatsächlich ein paar Sachen gefunden, die ich ganz nett fand. Und deswegen nehme ich heute tatsächlich mal die Spanier. Schau mal, was damit losgeht. Du musst nur noch dein Team auswählen und schon kannst losgehen. Ja, das Team, ey, da regt er sich jedes Mal auf. Nili, kannst du ihm bitte mal sagen, dass das Team egal ist beim One-on-One? Das Team ist egal beim One-on-One. Gut. Aber ich mach's trotzdem, einfach weil ich nett bin. Kommt Mara noch ins Spiel? Nee, Mara ist ja unten neben Nili. Alles klar. Genau. Na dann, viel Spaß. Genau, jetzt können wir umschalten. Ab an euch. Sorry, Yuji, fürs Hin und Her. Jetzt, genau. Oh Pauli Walnuts. Gibt es ja immer neue komische Namen. Das wird komplett mein Rechner abgelesen? Ja, ne? Oder nur mein Spiel? Nö, das Spiel. Was du offen hast da. Okay, also nicht der Bildschirm. Nö. Aber wenn ich hier so... Komplett? Ja. Dann ist ja gar nicht so klug, was ich hier gerade mache, dass ich rumtabbe, ne? Weil... Nur so halb, okay. Weil wir versuchen heute was sehr Experimentelles. Ach so. Dass wir einen Overlay auch mit haben. Das heißt, wir sehen möglichst die Ressourcen, wie viel Population die haben, zu welchem Zeitpunkt. Aber nicht hundertprozentig sicher, ob das funktionieren wird. Deswegen könnte es sein, dass die ersten 30 Sekunden ein bisschen holprig ablaufen, gleich beim Kommentieren. Und ja, aber wir sind bereit. Das Spiel geht los. Mara, was erwartest du von dem Spiel? Ich erwarte jetzt einen Archer-Rush von Donny. Und ich glaube, dass Florentin vielleicht auch wieder Early Aggression macht. Er hat ja normalerweise immer sich zurückgehalten, fast Castle gespielt, dann mit Kongs draufgegangen. Aber in letzter Zeit, vor allem in One-on-Ones, macht er jetzt doch wieder Early Aggression. Also wir könnten vielleicht auch ein paar Man-at-Arms sehen, die wieder ein bisschen stören. Mhm. Also ich bin gespannt, was er macht. Ich bin auch ganz gespannt. Ich glaube, ich will nochmal den Scroll-Speed ein bisschen noch runterstellen. Hier, der war ein bisschen sehr aggressiv gerade. Und wir haben wirklich im Blau hier im Norden... Den Donny spielt seinen Äthiopiern und im Süden spielt Florentin Spanier und sieht nicht so gut aus für ihn. Da gehen wir mal kurz in seine Ansicht. Der hat seine Schafe nicht so gut gefunden. Und das ist ein sehr häufiger Start. Schau dir mal an, wo er die Schafe findet. Was, warum? Anstatt die hier oben einfach auf kurze Distanz. Ne? Es gibt ja, uiuiuiui, das ist schon ein sehr harter Start. Und der hat gleich keine Nahrung unterm Torfzentrum. Ne? Das wird ein holpriger Start und schon mal ein guter Anfang hier für Donny. Ja, oh, das ist, ja, die sind genau da bei dem schwarzen Fleck, die. Genau, die sehen wir so ein bisschen drin. Ach, schade. Ist schon bitter gelaufen für ihn, aber ganz ehrlich,
anstatt dass ihr drüben mal irgendwie hinter den Hügeln schaut, die sind ja immer nah am Dorfzentrum. Ja, also sie können eigentlich ja nur noch da sein, ne? Oh Gott, die Netz geht auch schon auf Holz, ne? Keine Nahrung im Dorfzentrum. Was ist denn jetzt los? Macht keinen Lumen. Dorfzentrum komplett idle gerade. Ja, das wird, ganz schön bitter. Kannst du nochmal auf Donny gehen? Schon mal auf Donny, ja. Wir können ja mal so ein bisschen die Population vergleichen. Da sind wir hier schon bei 38%. Auf der anderen Seite sind wir mal einfach bei stabilen 69%. Das heißt, Donny einfach mal mit dem viel besseren Start hier. Ja, ist jetzt auch auf dem Weg zum Holzverlager. Die 6 auf Nahrung, genau wie es sein muss. Schauen wir mal an. Und jetzt versuche ich mal das Riskante kurz. Schauen wir mal kurz, ob das Overlay klappt oder nicht. Und das funktioniert nicht. Dann lassen wir das einfach und ja, versuchen das nächste Mal einfach noch ein bisschen besser zu installieren. Klappt mit dem neuen Patch einfach noch nicht so richtig. Dann überlegen wir mal. Äthiopia, wir haben vorher gesagt, schauen wir mal ein bisschen durch den Tech Tree, was die so haben. Das hier sind die Shote Warrior. Mhm. Und hier haben wir wirklich, die Bogenschützen schießen 18% schneller. Und man kriegt 100 Nahrung und 100 Gold mehr, wenn man ins nächste Zeitalter kommt. Das heißt, ist schon sehr schön. Genau, da muss auch die Wirtschaft nicht komplett ausbalanciert sein. Da kriegt man ein bisschen was drauf. Schmeckt schon sehr. Und wir beide gehen eigentlich davon aus, dass er auch irgendwas mit Bogenschützen oder Armbrustschützen spielen wird. Ne? Schnappt sich jetzt hier das erste Schwein, holt mit dem Haus. Das schaut einfach nach einem soliden, dunklen Zeit aus. Hat Florentin sich denn wieder gefangen? Schauen wir gleich mal. Wir haben jetzt 14 hier drüben und auf der anderen Seite ist es einfach mal 11,7. Ja, man merkt schon. Ich versuche hier noch einmal das auszumachen. Okay, dann lassen wir es. Das heißt einfach mal so 2,5 Dorfwohner hinten dran und Dorfzentrum immer noch eide. Jetzt quetscht er den Webstuhl rein. Mhm. Den würdest du eher später empfehlen, ne? Naja, das Dorfzentrum war eh die ganze Zeit untätig. Das heißt, ich hätte ihn eigentlich früher reingequetscht, weil jetzt hat er gerade Nahrung, um mehr zu produzieren. Ich glaube, ich hätte einfach nach den ersten 7 ihn reingequetscht. Natürlich will man theoretisch den Webstuhl so spät wie möglich machen. Mhm. Also viele Pros würden halt kurz bevor man abklickt, ne? Genau. Ja. Die letzte Sache, bevor man in die Feudalzeit geht, ist der Webstuhl. Einfach nur, weil man sonst einen Dorfwohner mehr haben kann, der schon die ganze Zeit Ressourcen sammeln kann. 4 auf Holz hier, schaut super stabil aus. Und jetzt sehen wir hier, wird Florentin das erste Mal Donny scouten und sich mal seine Basis anschauen. Oh, oh. Oh nein. Oh, schaut er sich sehr gut an. Oh, oh, und jetzt hier zwischen zwei Häusern auch noch reingeklemmt, kriegt er eine Menge Schaden, aber kommt davon. Kommt davon. Ja. 21 und könnte er hier Haus sein? Das ist natürlich... Blockiert er das Gold und das Holz? Bin jetzt nicht das Beste. Was macht er denn da? Naja, okay. Und jetzt, oh, Donny? Hat gesehen, dass er schon angeknuspert ist, ne? Ja. Und er ist nicht... Ist nicht schlecht. Er ist nicht hier, um heute Freunde zu machen, ne? wird interessant. Na, schauen wir mal, was macht er denn hier? Das sieht so aus, als hätte er sein zweites Schwein nicht gefunden, oder? So wie er da rumläuft. Wo haben wir das denn? Das haben wir hier drüben. Gehen wir nochmal in seine. Die Schafe sind auch nicht gefunden, dann sieht es schlecht aus. Dann hat es nicht gesehen. Nee. Schwein nicht gefunden und Schafe nicht gefunden. Und ja, jetzt ganz schön idle. Hat jetzt hier noch 4 auf Beeren. Dorfzentrum läuft ziemlich durch, aber einfach der. Da siehst du einfach, wie wenig er erkundet hat, ne, zu der Zeit. Mhm. Manchmal sieht er das Schwein, manchmal nicht. Ach, jetzt wird er ja reinlaufen hier. Ja, genau. Und dann schickt er auch den Dorfwohner. Schauen wir mal. Ja. Das Schaf bei 80 Nahrung. Boah, jetzt hat er aber hier. Was macht er denn mit denen? Holz hacken. Ja, aber warum hat er denn jetzt noch Nahrung? Er hat doch noch 70. Eieiei. Gibt er nicht auch noch ein Schaf? Ist das schon fertig? Da haben wir das ein Dorfwohner. Nee, daneben. Da, das ist 70. Da ist noch 70 dran, ja. Ja, genau. Da könnte er eigentlich drauf. Das hätte er leider noch draufbleiben müssen. Naja, wird auch hier eine holprige dunkle Zeit, aber er hat mehr Dorfwohner. Ist bei 21 verglichen zu den 19 hier. Jetzt ein neues Haus. Was macht er denn mit den Häusern, Mara? Erklär mir das mal bitte. Also er will auf jeden Fall dazu wallen, ist auch irgendwie schwachsinnig. Nee, ich weiß überhaupt nicht, warum er das da an die Stelle macht. Naja. Ist abenteuerlich. Ich glaube, er ist da jetzt auch so ein bisschen, hat sich jetzt selber verrückt gemacht, so von wegen Start verkackt und dann ist er so ein bisschen rausgekommen, würde ich vermuten. Ja, ist gut möglich. Weil das Schwein jetzt auch außerhalb liegt und so. Ja, schon nicht so gut. Felder, Positionierung. Er weiß, dass Donny trainiert hat, wie verrückt. Vor allem gestern auch nochmal länger gespielt. Ja. Ein paar kleine Tricks, wenn es um Felder bauen geht. Die schnellste Farm ist immer hier, weil der Dorfwohner sitzt natürlich links unten, ne?
Ah, okay. Das heißt, der startet immer hier unten. Das heißt, wenn du hier die Farm baust, kann er immer nur ganz auf ganz kurze Distanz die Nahrung hinhauen. Und man baut die Farm meistens mit den angeschwächten Dorfwohnern, damit natürlich die mit weniger Lebenspunkten möglichst nah am TC, Dorfzentrum sind und sicher. Hat hier eine gute Übersicht, was Donny so alles gebaut hat. Baut jetzt hier eine Kaserne relativ früh für eine Strategie, die jetzt direkt auf Konquistatore gehen würde. Was ist denn hier sein Plan? Naja, ich habe ja gesagt, vielleicht macht er wieder Early Aggression mit Man at Arms. Könnte ich mir vorstellen. Es hat einmal gut geklappt bei ihm. Das sieht fast nach Bogenschützen für mich aus. Schau mal an. 4 auf Gold. Und Mara, es gibt genau ein Volk in Age of Empires, was keine Armbrustschützen hat. Rat mal welches. Nein, aber das wird er auch nicht machen. Das macht er dafür die Man at Arms. Aber da braucht man keine 4 auf Gold. Ja, das weiß er nicht. Er will einfach nur 4 Gold abbauen. Und das auch nicht das allerschönste Holzlager. Eieiei. Die werden nur so ein bisschen Baumstämme schleppen. Macht ja auch Spaß. Und dann auch mal größere Distanzen, ne? Ich bin gespannt. Baut jetzt immer noch keine einzigen Milizen. Baut mehr Häuser um sein Holzlager rum. Ich glaube, der will auf Bogenschützen. Ganz ehrlich. Schau, Mitty, der letztes Mal mitkommentiert hat, ist auch wieder in YouTube-Chat. Grüße an Mitty. Und an dieser Stelle auch danke für die vielen netten Kommentare unter den letzten Videos. Es war sehr ermutigend, uns da weiter zu verbessern. Wollte ich nur mal sagen an der Stelle. So, was kommt? Baut er da schon was? Ja, hier werden gleich 2 Bogenschießanlagen kommen. Ziemlich sicher. Ja. 23, das schaut ganz stabil aus. Ich erwarte jetzt hier eine. Da ist eine, ja, da ist ein zweites. Das schaut genau nach dem Stabilen aus, was wir erwartet haben. Mauert hier ganz gut ab. Auch eine Menge auf Gold. Das schaut nach einer stabilen Produktion aus, muss man sagen. Gefällt mir gut, gefällt mir gut. Und dann schauen wir auf die andere Seite. Da spielen wir mit Schießanlage. Ich glaube, das werden wirklich Bogenschützen gegen Bogenschützen. Und da haben wir vorher gesagt, Äthiopier schießen 18% schneller. Das heißt, bei gleichen Anzahlen wird das hart für den Spanier, der jetzt einfach mal die ganze Nahrung aus dem Dorfzentrum weg hat, ein bisschen mehr auf Holz geht, aber hat eine Schießanlage nur. Was haben wir für Pop? 24? Und? Da haben wir die 24 gegen auch 24. Oh, was hat er denn da gemacht? Er hat halt seinen berittenen Speer verloren, ne? Ah, okay. Und ja, das war's eigentlich. Aber mir gefällt das gut, was Donny hier macht. Wie er die Karte kontrolliert. Mhm. Schau mal, mauert die ganze Seite ab. Ich mag das nicht, dass es komplett abgemauert ist. Hier würde ich mir so ein Tor drin wünschen. Mhm. Ne? So ein Palisadentor wäre ganz gut. Ich mag, dass er das hier abmauert. Hier drüben. Der wird das ziemlich sicher spielen hier. Und wird vielleicht einfach Schaden gegen Florentin machen und selber keinen kriegen. Und das ist natürlich ein Traumszenario. Ja. Jetzt geht Florentin tatsächlich da auf seine Schießanlage. Also ich hätte jetzt echt gedacht, er geht auf meine Arms. Schön schnell die Schmiede. Gefällt mir. Dorfzentrum ein bisschen untätig gerade. Jetzt schickt der nächsten Dorfbewohner. Das wird nicht. Kommen die kleinen Bogenschützen. Ja. Und das ist immer noch nur ein Schießanlage gegen 2 Schießanlagen. Das läuft, glaube ich, richtig gut gerade für Donny hier. Mhm. Da will ich aber mal in der Nachanalyse wissen, was da bei Florentin so daneben lief. Aber naja, wir kennen Donny. Ich traue ihm zu, trotzdem noch hinzuschmeißen. Ja, das kann sein, aber bisher sieht es echt richtig schön aus, was er da spielt. Genau, jetzt auch noch das +1-Upgrade für die Reichweite und Angriff. Super wichtig für Bogenschützen, machen dann richtig viel Schaden. Mhm. Und hier eine richtig kleine Basis, aber Militär ist einfach brutal, ja, viel besser für... Was macht er denn da jetzt? Geht er mit 2 los? Aggressiv. Ja, und wenn das hier nicht weggemauert ist, glaube ich, boah, wird das schon ganz interessant. Kriegt jetzt den Scout, vergleichen wir mal wieder Population. Jetzt geht 34 zu 33, das ist eine enge Kiste. So viele Ressourcen. Maust. Ah, er sieht, der kommt nicht durch, geht jetzt leider zur falschen Seite und läuft direkt in die... Schau mal, auch das Verteidigungs-Upgrade. Also läuft schon. Er merkt's, ja. Und da haben wir den ersten Kill von den Bogenschützen. Das wäre jetzt eigentlich der Zeitpunkt, wo Florentin auch mal ein paar Upgrades reinkriegen müsste und macht er auch wirklich.
Schauen wir mal, was die Bogenschützen aber jetzt aber machen. Ich glaube, wenn jetzt Donny hier einen guten Position findet, hier drüben, dann kann er da echt ein bisschen Schaden machen. Ich glaube, von hier drüben rechts macht er nicht so viel, weil jetzt die Häuser, die wir am Anfang so kritisiert haben, wirklich eine ganz gute Mauer hier bilden. Und ich denke auch nicht, dass er hier hinten unbedingt an das Holz denken wird und da versucht zu kommen. Aber jetzt schau mal an, jetzt kommt hier links und der wird sich ein paar Dorfbewohner wegknuspern. Ja. Da kommt ein armer Plänkler zur Verteidigung. Aha, genau. Zwei. Noch einer. Drei. Bogenschütze. Ist hier vorne so ein bisschen, macht da ein bisschen Schaden. Steht hier. Das ist nicht so richtig. Er ist überall und nirgendwo, ne? Jetzt wieder so ein Haus, was sein Gold blockiert. Ups. Wird ein Dorfwohner verlieren auf jeden Fall. Das wird ihn erstmal nicht die beste Position. Und uiuiui, warum geht Donny hier zurück? Er könnte hier richtig reinknuspern. Da kommt der Verteidigungsturm. Ja. Er wird natürlich bei Spaniern super schnell gebaut, ne? Mhm. Aber jetzt halt 40 Pop von 40. Und wenn er genug Plänkler hat, dann sind die einfach so gut gegen die Bogenschützen. Aber wenn die jetzt hier außen lang laufen und Florentin passt nicht wirklich auf, ne? Er wäre hier sicher. Hier braucht die Armee nicht stehen, ne? Mhm. Hier hat das Dorfzentrum, hier hat er den Turm. Er muss jetzt sein Holz hier hinten verteidigen. Ja, wird er aber bald nicht mehr sein, weil gleich sind die vier Dorfbewohner nicht mehr auf der Karte. Beziehungsweise erstmal hier oben ein paar. Holt sich erstmal die Leute von der Mühle. Ja. Wieder zwei weg. Das schaut echt gut aus. Und währenddessen hier fast komplett zugemauert. Und da kommt auch schon nur ein paar neue. Blockiert hier die Farm. Das ist hart. Wollen wir mal auf die Ressourcen schauen. 500 Nahrung, 400 Gold. Das braucht noch ein bisschen mehr Nahrung, um in die Ritterzeit zu kommen. Und hier, das schaut sehr auch viel Gold. Ganz stabil aus. Genau, und deswegen baut er einen Markt. Der Junge kauft sich gleich die Ritterzeit. Okay, schauen wir mal hier. Oh, da geht's. Was macht er denn da? Ein bisschen zu aggressiv gespielt, aber das war einfach, weil er jetzt den Markt genutzt hat. Hat er währenddessen nicht geschaut, du siehst. Und da ist ein bisschen Gold weg. Und oh, was splittert er denn hier? Nein, hat er sich verklickt oder ist das extra? Ja, es war halt so Splitter gegen. War mal ein schöner Versuch. Und hat auch wirklich einfach keinen mehr verloren dann. War schon ganz gut. Schauen wir mal hier, der Wolf. Komisch, dass die Mod nicht funktioniert. Naja. Und, ja, die, dass halt die Dorfwohner hier so draußen lässt, ist halt wirklich riskant, ne? Punkte sind super knapp, aber das einfach mal, weil Donny schon auf dem Weg zur Ritterzeit ist und Florentin währenddessen noch kurz auf Ressourcen wartet. Wird ja, gleich, könnte er gleich auch gehen. Genau. Hat er denn schon alle Gebäude, die er braucht? Er hat eine Schießanlage und Schmiede, baut jetzt sogar noch einen Stall, um ganz sicher zu gehen. Braucht nur theoretisch zwei der drei Gebäude, aber kann gleich auf jeden Fall in die Ritterzeit. Oh. Den Dorf von noch einquartieren. Ah, braucht er an sich nicht, ne? Für ihn ist es gut, wenn Donny hier stehen bleiben würde. Sich so ein nach dem. Ja, genau, deswegen. Hat er nicht wirklich. Aber guck mal, jetzt hat er schon wieder richtig viel Ressourcen. Klickt einfach nicht in die Ritterzeit. Was macht man denn? Was macht er denn? Kannst du auf den Tech-Tree? Ist er gerade irgendwas noch am entwickeln und wartet irgendwo rauf oder sowas? Nee, der hat ja die Ressourcen. Dem geht heute die Muffe. Ach, jetzt macht es. Oh, hier drüben. Oh Gott. Wird ja auch noch gemicrot. Was sehen wir denn hier? Vor 10 Jahren hat keiner so gemicrot und jetzt hier sehen wir das bei Rocket Beans live. Das Niveau ist einfach deutlich höher. Mir kriege ich gerade ein bisschen Muffensausen hier. Wenn ich so ein Micro sehe, das will ich nachher nicht sehen, wenn sie gegen mich spielen. Dann wirst du noch schön Kong Micro dazu bekommen. Eieieiei. Ich glaube, ich verbiete Spanier. Kann man nicht irgendeine Ziff wehtun oder so? Naja. Okay. Donny, der krasse Boy. Jetzt hier noch mehr auf Gold. Baut das erste Dorfzentrum. Ist in der Ritterzeit. Schauen wir mal. Entwickelt Armbrustschützen. Die Schmiede muss er eigentlich auch mal nutzen. Nili liebt das Spiel und das merkt man einfach. Wird hier geschrieben im Twitch-Chat. Ja, das stimmt wohl. Wir müssen hier. Da ist Botkin-Fall. Da ist Botkin-Arrow. Und das ist natürlich wirklich brutal gleich. Ui. Wie viel Schaden er gleich machen wird. Und, boah, da sehe ich nichts dagegen, ne? Und Florentin ist auch nicht auf Stein, muss man bedenken, ne? Mhm. Da haben wir hier auch ein sehr ungünstiges Stein da vorne. Und das andere sind hier sein, da ist er, okay. Da ist er drauf, ja. Okay, okay. Aber trotzdem, die Armbrustschützen, die können Schaden machen. Okay, und wenn er sich jetzt gut anstellt, machen so Feudalplänkler halt auch nichts mehr gegen Armbrustschützen, ne? Die schießen schneller, mehr Reichweite, mehr Schaden, treffen einfach besser. Das ist schon. Schauen wir mal, wie er sich anstellt. Oh, oh, oh. Hat er das verpasst? Er
Er sieht ihn nicht. Er sieht ihn nicht, Mara. Scheiße, Mann, er hat keine Ahnung. Doch, jetzt läuft er direkt rein. Ja, aber das wird so viele Tote geben. Schau dir mal an. Wie viele hat er denn da? 10? 1, 2? Ja, gleich nicht mehr. Ganz ehrlich, das ist fast CG. Geht schnell. Oh, das geht schnell. Das ist fast CG. Der wird seine Burg niemals hochkriegen. Die werden alle sterben. Scheiße. Die plänkt da total falsch. Florentin. Oh Gott. Oh Gott, ist das brutal. Und Donny wird sich so freuen gerade. Schau mal, der verliert keine Einheit. Der tötet alles und hat keine Verluste. Das klappt wie am Schnürchen. Einer hackt noch ein bisschen Holz. Na gut, der ist jetzt auch dran. Das war's. Oh, schauen wir mal. Er rennt aber halt vor den Plänktern weg. Das muss er eigentlich nicht, ne? Er kann dagegen eigentlich Mike schon. Ja. Es hat 5 Reichweite gegen 7 Reichweite gerade. Könnte er was machen. Und das ist schon dreist, dass er hier wieder auf Stein geht. Ne? Die Armbrustschützen sind immer noch da. Und er denkt sich so, ja, ich habe jetzt 10 Dorfwohner verloren, aber warum nicht auch 14? Ne? Jetzt sind wir bei 11, 12. Naja, und ihr könnt selber zählen. Das ist schon, und jetzt schickt er noch einen da vorne. Ja. Er hat wahrscheinlich einfach seinen Sammelpunkt da gesetzt und dann gesagt, ja, pff. Wie doch nicht gerade mit Florentin halt spielt hier. Ja, aber das ist nicht das, was ich, oh Gott. Was passiert sehen wir jetzt? Hier? Bitte, werden jetzt noch Tower. Wow. Zwei Sterne. Oh Gott. Wir haben ja nicht gerechnet. Oh, eigentlich wirklich ein guter Konter gegen die ganzen Plänkler hier. Jetzt die Armbrustschützen natürlich ein bisschen. So, nicht so gut. Man merkt, Donny hat geübt. Oh, er hat echt geübt. Und hier schon wieder am Splitten, der Junge. Der ist verrückt. Der ist verrückt. Und schau mal, wenn er nah dran ist gegen die Plänkler, die haben ja, müssen ja Minimum Reichweite haben. Jetzt holt er sich den nächsten vom Stein. Noch den nächsten. Vergleichen wir mal die Population. Wir sind hier bei 53 verglichen zu nur 37. Jetzt kommen hier zwei Ritter, haben das plus 1 Verteidigungsupgrade. Aber ja, Donny, der hat Blut geleckt. Der wird hier komplett durchdrehen. Der hat da seine Hände aufgewärmt mit diesen komischen Handschuhen und dann läuft es jetzt. Die komischen Handschuhe. Ich glaube, ich gehe da gleich mit der Schere hoch und zerschneide die noch. Damit er noch schön kalte Hände kriegt vor unserem nächsten Spiel. Das wäre ja super dreist, wenn der dauerhaft jetzt so performt. Eieiei, und ich habe massig Nachrichten gekriegt. Nee, das schaffst du schon, 3-1, die sind so nervös hier. Aber echt nicht, ne? Oh, aber hier, die drei Ritter. Die können natürlich vielleicht mal ein Comeback starten, aber... Er nimmt ihn jetzt so richtig in die Mangel. Der ist einfach, der Junge. Ich habe keine Ahnung, was los ist mit dem heute, ne? Das ist so viele Leute machen sich über ihn lustig und seine Performance, aber heute einfach hier super aggressiv am Spielen. Mal schauen, was bauen wir denn hier? Da werden Ritter gebaut, Waffenspielnutzer nicht. Ein bisschen viel Gold, würde ich mir wünschen. Oh ja. Und da mal den Markt so ein bisschen nutzt, ne? Jetzt defensive Burg. Und jetzt kommen die Shotels. Oh oh. Und... Oh je. Ja, in Ritterzeit sind die eigentlich gar nicht so gut. Ne? Wenn du kannst einfach auf Ritter gehen, Konquistatoren werden richtig gut gegen die. Mhm. Deswegen sind die jetzt schon nicht die allerstärksten. Das große Problem von denen ist, dass sie auch gegen einen Mangenschuss direkt sterben. Ja, die halten nicht viel aus. Ne? Die haben halt, glaube ich, nur 30 Lebenspunkte oder so in der Zeit. Ne? Naja. Aber hier hat jetzt überall die Dorfzentren oben. Und jetzt schauen wir, ob die Produktion startet. Die braucht natürlich... Oh, hat den Markt gut genutzt. Ne? Hat einfach komplett Stein gekauft anscheinend. Mhm, für die Burg. Schau mal, da wurden nur 200 abgebaut. Was macht er denn hier? Was ist hier? Das? Mara? Was passiert hier? Okay. Naja. hat er sich entschieden? Da würde ich gerne Farben haben. Und dann baut er die halt. Kommt er denn da durch? Kommt Florentin durch mit diesen drei Rittern, die da sind? Oh, ja, die sind die schon durch? Die sind hier oben lang. Aber da war ein Dorfzentrum, die haben nicht viel. Jetzt kommt natürlich genau da... Wo Donny gerade die Wirtschaft baut, kommen die, ne? Oder kommen die Shuttles raus. Genau, da sehen wir wirklich, ne? Nicht für Lebenspunkte, 40. Aber, 16, aber sehr schneller schaffen auch. 16 Schaden, genau. Das ist schon echt brutal. Und die machen eine Menge Schaden, aber oh, andere Seite. Da kommen die Ethiopian Knights. Aber natürlich noch derzeit ohne ein einziges Upgrade von denen. Mhm. Hey, warum sind sie so langsam? Schickt ihr die wieder mit der Ramme zusammen? Genau. Macht aber jetzt nicht den Unterschied, weil so ein bisschen Kitzeln von den Plänklern macht denen jetzt auch nicht so viel. In der gleichen Zeit ist er aufmerksam hier. Das hätten wir vor 10 Rage of Empires nicht gesehen, ne? Dass hier vorne attackiert wird, drei Dorfzentren laufen, Shotels produziert werden und er keine Dorfwohner verliert. Der Junge hat wirklich einen Prozess hinter sich.
Wo läuft er denn da hin mit der Rampe? Boah, ich weiß nicht. Hat Angst vor den Plänklern wahrscheinlich. Jetzt hat er das hier auch. Das hat er verteidigt. Ja, genau. Jetzt kommt der Defensivmarkt. Direkt daneben. Da hätte ich natürlich auch lieber Platz gelassen für Felder, oder? Ja, direkt genau. Hätte er einfach hier bauen können, ja. Aber naja. Ich glaube, wichtig ist, dass er jetzt einfach mal wirklich auf seine Konquistatoren kommt, ne? Weil ich jetzt hier noch ein Dorf wohne. Und Donny braucht mal ein paar Upgrades auf seinen Rittern. Das ist einfach +0, +0. Ich glaube, Äthiopier haben keine Zuchtauswahl. Schon nicht der besten Voraussetzungen für ihn hier. Okay, schauen wir mal ein bisschen, was er produziert. Dorfzentren gerade nichts, Burg gerade nichts, Schießanlagen gerade nichts, Stall gerade nichts, Waffenschmiede gerade nichts. Na gut, kümmert sich wahrscheinlich gerade eher um seine Ritter. Und schauen wir auf der anderen Seite, da wird der Stall nicht genutzt, hat jetzt 670 Steine allerdings. Und da baut er die Burg. Und das ist schon... Also die Stelle ist echt... Hashtag... Frech. Hashtag frech. Hashtag frech finde ich ganz gut. Die Burg geht, und er weiß, dass hier eine Waffenschmiede und zwei Ställe stehen, ne? Hat gar keine Ahnung. Hier könnte er einfach jetzt 5 Mann in die komplette Burg zerschnetzeln, ne? Aber so ein bisschen daneben steht. Aber ich glaube, das kann er verteidigen. Wenn er da drauf geht, hat jetzt auch +1 Verteidigung. Die Speerkämpfer stehen nicht so richtig daneben. Ich glaube, das könnte Donny verteidigen. Aber wir wissen, Spanier bauen solche Burgen richtig schnell, ne? Die Rammen können jetzt hier drauf. Jetzt hat er eine gute Position. Ah, schick doch die Rammen los, Donny. Ja. Ah, jetzt. Die Burg kommt hoch. Oh je. Oh, oh, oh. Das könnte jetzt wirklich der Fail von Donny werden hier, ne? Die Burg steht oben. Die Ritter halten nicht viel aus. Ich glaube, Donny kann es gerade schmeißen. Oh, oh. Da muss er weg. Da muss er weg, da kann er wirklich keinen Blumentopf gewinnen. Oh, die Burg macht Schaden und jetzt Konquistadoren gehen los. Ist möglich, dass Donny hier diesen riesigen Vorteil weghaut, weil er alle Rammen verloren. Er verliert die ganzen Ritter. Hat die ganzen Ritter, würde er auch verlieren gegen die Speerkämpfer. Hat es nicht viel getötet auch seinerseits, ne? Und plötzlich, gerade waren es halt noch so 3800 zu 2600. Florentin repariert direkt gegen, also hat auch nicht jetzt großartig Verluste da. Naja, braucht er auch ehrlich gesagt gar nicht gegen reparieren, ne? Weil er zerschnetzelt jetzt eh alles, was kommt. Ja. Ne? Jetzt vergleichen wir mal wieder ein bisschen die Population. 60 für Florentin und Donny auf der anderen Seite mit 75. Jetzt nicht mehr so der Vorteil, ne? Und wir haben es gesagt, Schotels, wenn er auf die geht, die werden nicht so gut. Und oh oh, Hashtag frech zum Zweiten. Und die Burg, er hat kein Militär hier. Die Burg, die geht nicht hoch. Ach nein. Die Burg, er wird alles verlieren. Der Junge wird gleich durchdrehen. Das war ein gewonnenes Spiel für ihn, ne? Hat all seine Armee verloren, jetzt verliert er alle Dorfwohner, die Burg geht nicht hoch. Der Quickwall, der nützt ja nichts, wenn wir schießen können. Genau. Oh Gott, oh Gott. Oh, das ist bitter. Er schmeißt komplett her. Oh Gott, können wir mal gerade auf Regie auf das Gesicht von Donny schauen? Weil der wird gerade... Oh Gott, ist der verbittert. Ist der verbittert. Der weiß auch gerade... Oh Gott, Nili wird sich gerade so über mich lustig machen. Ne? Ich glaube, ich habe noch nie so einen bitteren Typen gesehen in meinem Leben. Und er steht so... Hab ich nicht den besten Start gehabt, freche aber jetzt habe ich Konquistadoren. Das schnapp ich noch. Freche du Burg durchgekommen. Eieieiei. Okay, schauen wir hier weiter. Was macht's? Ja, Twitch sagt schon, ai, würde Marco jetzt sagen. Ja, ist auch wirklich ai, ne? Und die Schotels werden nicht viel machen. Jetzt baut er hier noch eine Verteidigungsburg. Aber jetzt lässt er halt einfach mal Florentin genau sein Spiel durchziehen, ne? Burg steht, geht auf Konquistatore und er wird gleich eine Menge machen können. Jetzt halt die Frage, Armbrustschützen, wenn du halt am Ende auf genug Arbalesten in der imperialen Zeitalter kommst, ne? Dann machen die Konquistatoren halt auch nicht mehr so viel, gerade gegen Äthiopien. Aber da ist halt Donny noch weit von weg und ich glaube, dem geht jetzt so ein bisschen die Muffensause, so wie er hier seine defensiven Burgen hochkloppt. Und er wird halt auch echt nicht so schnell ins nächste Zeitalter kommen. Nicht so viele Farmen hier. Er hat doch viel vorne geschaut, was er da macht und dann weniger Eco gemacht, ne? Habe ich so das Gefühl. Naja, genau. Es ist halt wirklich auch nicht einfach, ne? So teilweise war er an 3 Fronten so. Ja. Hat halt ganz gut Schaden gemacht. Jetzt läuft er in die Burg. Ja. Auch nicht so lecker. Nee. Jetzt sieht er es natürlich. Ja. Okay, jetzt geht er hier aufs nächste Gold. Wo ist denn sein drittes Gold? Ist hier drüben außen. Hat er das gescoutet? Ja, hat er. Okay. Lippchen schnappt sich natürlich noch keiner hier so weit.
Jetzt rennt er mal wieder rum. Versucht vielleicht nochmal hier wieder, sich ein paar Dorfwohner wegzusnacken. Okay, was hätte Donny machen müssen, um das sehr schnell zu gewinnen? Was hat er falsch gemacht? Wo war so sein... Ich glaube, er hat einfach weiter auf Armbrust sitzen bleiben können. Okay. Ich weiß nicht genau, warum er da zwei Ställe gebaut hat. Hat dann echt eine Menge nicht produziert, als er den Armeevorteil hatte. Und hat dann super, super schlechten Kampf genommen. Das waren halt so 10 Ritter gegen 10 Speerkämpfer und 2 Ritter. Das heißt, das muss er eigentlich gewinnen da. Hat halt währenddessen keine Armbrustschützen gehabt. Wenn er da 5 Armbrustschützen dabei hat, verteidigt er die, reißt er die Burg praktisch ab, tötet alle Dorfwohner, tötet die komplette Armee. Aber hat sich hier hinter so einklemmen lassen. Erinnerst du das so? Da war er mit den 10 Rittern hier drinnen, nur einer hat vorne gekämpft, währenddessen kam die Burg hoch und dann stand er da drunter. Jetzt macht er aber das, was ihn vorher so überhaupt in seinen Vorteil gebracht hat. Florentin ist natürlich auch mega da am Farmen bauen, ne? Überall Felder. Naja, hier, da blockt der Markt, genau wie du es prophezeit hast. Baut jetzt hier vorne auch ein Dorfzentrum, expandiert also da ein bisschen Gold rein, finde ich ganz gut. Geht jetzt auf mehr Konquistadore und, oh oh, das haben wir vorher gesagt, oh, dieser Blitz. Ist ja, das macht mich fertig, der Junge. Ich weiß nicht, warum er das immer macht. Ne, du praktisch, wenn die. Ja, ich weiß schon, fliegen. Das, okay. Aber warum? Ja, damit er ausweicht. Ja, aber die waren doch schon längst wieder weg. Ja, aber ein bisschen für die Kamera. Schauen 10.000 Leute mal Show splitten. Er will ja auch ein bisschen von mir ein bisschen imponieren. Wenn ich nächstes Mal sage, oh, der Donny, der kann splitten. Ne? Na, dann zeigt er immer ein bisschen, was er kann. Hat wahrscheinlich gestern erst den Hotkey neu belegt. Okay, die Scums. Ich glaube, die verlieren es knapp, aber es ist trotzdem ziemlich kosteneffizient natürlich hier gegen die Armbrustschützen, ne? Nili ist super als Kommentator. Ja, so siehst du mal Marco. Danke, Mama. Achso, Marco, okay. Jetzt kommt er noch mit mehr Kongs weiter nach vorne. Und jetzt das Gold. Da kommt Marco, du kannst noch länger krank sein. Wir haben dich jetzt ersetzt. Keine Reaktion. Jetzt kommen die ganzen Showtits. Und natürlich, die ganzen Showtits bedeutet, er ist noch weit davon entfernt, ins nächste Zeitalter zu kommen. Ne? Oh, mal schauen, kann er jetzt hier... Oh, eine Bekehrung. Das ist ganz gut gelaufen für ihn. Jetzt kommt wieder der Split. Er dreht doch komplett am Rad, der Junge. Naja. Okay, jetzt. Da möchte er wirklich zumauern. Option wäre natürlich auch einfach mal Steinmauern zu bauen, anstatt hier mal so ein bisschen Papier. Ne? Wie das erste Schwein in den 3 Schweinchen. Ne? Baut erstmal sein Haus aus Holz. Und nee, aus Stroh baut das erste Schweinchen, oder? Ich glaube, aus Stroh dann aus. Naja, egal. Marco sagt, okay, Mara ist raus, Nili ist drin. Wow, Shots fired! Ich glaube, da muss ein Best of 21 her, um das zu entscheiden. Hier würde mir auch mal wünschen, da ein zweites Holzfeldlager zu bauen. Näher ranbauen, ne? Ne? Meinst du mit den Kongs? Okay, schauen wir mal wieder ein bisschen, haben wir beide nicht mehr auf die Population geschaut. Haben wir hier 87 gegen 109. Jetzt hier nochmal die verzweifelte Ramme. Hofft sich nochmal die Burg zu schnappen, wird aber nicht so richtig passieren. Und das ist mal ein verdammt ausgeglichenes, langes Spiel. Und gerade sehe ich nicht so richtig, wie jemand das Spiel beenden kann, ne? Dritte Defensivburg. Und der geht nur auf Showtits, der Junge. Und ganz ehrlich, Showtits gegen Kongs. Ja, das. Ich glaube, das wird nicht so richtig klappen. Ach, schade. Das hat da echt. Das sah echt sehr gut aus am Anfang. Jetzt hat er auch noch die Elite-Plänkler entwickelt. Natürlich grandioser Konter gegen die Armbrustschützen. Und ja, das Gute ist, wenn Showtits einmal dran sind, schnetzen die Konquistatoren auch richtig gut weg. Mhm. Aber wir wissen, Florentin, von Viper gelobt, das Micro, der wird das nicht wirklich passieren lassen. Ja. Ne? Der wird sich einen Showtits schnappen, zurücklaufen, nächsten Showtits schnappen, zurücklaufen. Und jetzt schau dir mal die Punkte an, Mara. Das ist eine enge Kiste hier. Jetzt guck mal, kommt er da irgendwo durch? Ist da irgendwas offen? Oh, da hinten kann er sich welche holen, wirklich, oder? Natürlich haben wir da Palisaden noch. Ich glaube, er wird sich erstmal hier so ein paar Pikeniere schnappen, die natürlich erstmal auch nicht so richtig viel machen. Ja, jetzt kann er halt entweder aufs Haus gehen, macht da ein bisschen Schaden. Ansonsten passiert hier gerade unteren Seite wenig. Wo sind denn seine ganzen Shuttles? Hier drüben. Okay, hat jetzt ganz gute Nahrung. Lass mal schauen, baut er noch genug Dorfwohner? Nee, der baut keine Dorfwohner. Könnte ein Zeichen dafür sein, dass er versucht jetzt ein bisschen Nahrung in der Bank zu lassen. Um dann vielleicht. Ja, so langsam könnte mal jemand impfen, ne? Ne, genau. Einfach mal hier den Markt nutzen. Schauen wir mal kurz in die Marktpreise.
Oh Gott, Stein auf 200 hoch. Das heißt, sie haben richtig Stein gekauft. Ja. Holz immer noch 53. Und da siehst du auch, Benutzer den Markt und auf dem Weg ins imperiale Zeitalter. Was ist das denn da, hier der blaue Fleck? Der blaue Fleck? Sind ach, das genau die Shuttles. Seine ganzen Shuttles. Genau, schauen wir mal. Hat keine Ahnung, wo die Kongs sind. Und die Kongs, können die mal ein bisschen laufen vorbei. Machen sie aber noch nicht. Und der, das ist glaube ich, gut oder schlecht für eure Moral, dass das Spiel genau so gelaufen ist. Und gut für mich. Dass Donnie jetzt einfach, wenn der diesen Rückenwind mitgenommen hätte, hier Florentin zu schlagen und ein stabiles Spiel abgeliefert zu haben, ich glaube, das wäre richtig gut für eure Stimmung gewesen. Aber jetzt, der zerbricht doch, ja, der Junge. Schön. Wenn er das Spiel herschmeißt. Nein, der macht das gleich, macht er das genauso und dann ohne die Fehler macht er das. Okay, werden wir sehen. Schauen, ob er Äthiopien nimmt. Okay, und okay, jetzt ist er mit den Shuttles da in der Woodline drin. Genau. Kongs kommen rüber. Wir sehen die Shuttles, 40 Lebenspunkte, nehmen eine Menge Schaden von den Kongs, aber die Shuttles machen hier halt auch eine Menge Schaden, ne? Und jetzt werde ich noch ein paar mehr Dorfwohner schnappen. Oha. Aber verliert halt auch seine ganze Armee wieder, ne? Schauen wir mal, wir haben ihn jetzt. Aber sehr viele Dorfbewohner holt er sich da. Ja, weil es ist. Er braucht halt auch gleich einfach mal Sachen gegen die Kongs, ne? Mhm. Und ja, er killt eine Menge der Wirtschaft. Aber Florentin ist halt einfach auch auf 3 Dorfzentren. Das heißt, er kann die halbwegs schnell auch mal wieder nachbauen. Er hat jetzt einfach seine komplette Armee verloren, ne? Jetzt schauen wir mal, ich können wir gerade, Mara, halt mal meine Hand. Das ist, wenn wir auf die Population schauen, 86 und auf der anderen Seite haben wir 100. Das heißt, das erste Mal nach wahrscheinlich Beginn des Spiels, mhm, er hat ja die Dorf, das erste Mal im Spiel, dass Florentin mehr Population hat. Ja, ihm fehlt noch Nahrung zum letzten Zeitalter, aber trotzdem. Irgendwie hat er jetzt die Kontrolle und Punkte sind so unendlich knapp. Und jetzt hier auf Plan zu gehen. Ah, ja, gegen die Kongs. Hm. Ah. Ich frage mich, hat er schon ein Kloster? Das war doch letztes Mal seine super. Ja, Mönche gebaut schon. Okay. Ja. Okay, Mönche und Plänkler. Ist schon ganz okay. Mhm. Okay, ist jetzt aber auch auf dem Weg. Zimbrialzeitalter. Ist aber nicht mehr auf Stein. Das heißt, eine zweite Burg sehen wir nicht. Mal schauen. Geht jetzt hier auf leichte Kavallerie. Mhm. Und öffnet sich erstmal das Haus hier vorne. Könnte dann ein bisschen was machen. Das hat halt nur normale Plänkler. Hm. Ich glaube, das Spiel dauert noch eine Weile. Das ist weg. Aber was macht er jetzt? Okay, er hat die Mönche gesehen. Aber es sind doch nur 2. Naja. Ja, weiß auch nicht genau, wie viele er da gesehen hat. Vielleicht zieht er sich erstmal zurück, macht erstmal ein bisschen die Wirtschaft. Das ist, da liegen aber auch Skelette. Das ist ein richtiger Friedhof da. Aber, das ist echt brutal. Ne? Was ist denn das? Ist das ein U18-Stream hier? Schon, oder? Bei den ganzen? Ja. Obwohl, wir haben kein Blut, ne? Ist ein bisschen wie Star Wars da. Mhm. Okay, dann vielleicht nicht U. Ü, meine ich natürlich. U18. Okay. U18, alle raus hier. Ja, genau. Nur unter 18-Jährige dürfen zuschauen. Die armen Mönche. Hm. Naja. Okay, ein Konquistador geht down. Jetzt würde ich mir ein paar mehr Felder wünschen. Schon über 10.000 Zuschauer. Holt mal noch ein paar Leute ran. Schön wieder Fenster aufmachen und sagen, schaut jetzt schön Rocket Beans TV und zwar bis heute Nacht. Denn wir sehen im Anschluss die Pre-Show für Pen & Paper. Und dann Game 2 und dann das Haupt Pen & Paper. Was sehr schön werden wird, glaube ich. Zwischendurch quatschen wir noch ein kleines 3 gegen 1 rein. Beziehungsweise ganz ehrlich gerade, ich habe das Gefühl, das Spiel könnte unseren Zeitrahmen sprengen, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass es auch noch gut 20 Minuten mal dauern kann, ne? Ja, schauen wir mal. Ich bin gespannt, wenn er mit den Kongs mal wirklich irgendwo durchkommt. Damit in der Wirtschaft drin steht. Glaube ich halt nicht, dass das passieren wird, ne? Dafür ist er einfach zu sicher. Schau mal, da eine Burg, hier noch eine Burg. Ich glaube, richtig rein und Schaden machen kann er mit den Kongs nicht. Oh, jetzt kommt er. Ich glaube, er muss dann irgendwie auf die Triebwerke kommen, ne? Ja, jemand müsste. Achso, Imps sind sie jetzt schon. Ja, beide Imp. Schauen wir gleich mal, ob das Kongistatoren-Upgrade läuft. Ich glaube fast nicht. Die baut einfach nur normale Kongs weiter. Und jetzt. Ah, das ist so brutal. Das ist so hässlich, dagegen zu spielen, ne?
gegen Kong, gut gemicrote Kongs. Ne? Du läufst irgendwie ran, verlierst ein paar, dann läuft er zurück, dann musst du wieder zurück, läufst wieder ran, verlierst wieder ein paar. Und ja, macht Florentin einfach sau stark. 130 für Florentin. Und kommt jetzt auf mehr leichte Kavallerie. Auf der anderen Seite 103 für Donny. Uiuiui. Ich weiß nicht, ob der heute gut schlafen wird. Was sind deine Tipps gegen Conquistadore? Auch wahrscheinlich Blänkler und Mönche, ne? Oder hast du noch einen Secret-Tipp? Ja, Mönche sind ganz gut. Man kann halt theoretisch auch noch mit einer Menge Ritter oder Kamelen. Wichtig ist, dass man aber dann das Geschwindigkeitsupgrade macht. Mhm. Weil dann kannst du halt ranlaufen und irgendwann bist du nah dran, auch wenn er versucht zu schießen und wegzulaufen und dann richtiges Schaden zu machen. Aber wenn du die gleiche Geschwindigkeit hast, wird das richtig hart. Mönche ist aber so der Standard-Counter. Aber man muss wirklich einmal sagen, Conquistadore sind einfach wirklich die kosteneffizienteste Einheit in Ritterzeit. Hier, da fängt er wieder und rettet sich mit dem Mönch ins Dorfzentrum. Das war ganz gut gemicrot eigentlich, ne? Und hier hat er auch alle leichte Kavallerie niedergeschmetzelt. Ja, geht schon ganz gut. Aber da kommt einfach gleich noch eine Armee einfach nach. Puh, hat jetzt auch gut viele Ressourcen in der Bank. Was macht er denn? Geht er jetzt auf Elite-Schotelkrieger? Okay. Mhm. Benutzt er seine Schießanlagen? Nicht wirklich. Benutzt er seine anderen Burgen? Auch nicht wirklich. Das heißt, wir erstmal mit der Armee ein bisschen was machen. Und geht weiter fleißig auf Stein. Aber das wird hart. Schaut jetzt dann gegen die Conquistadore. Läuft er die ganze Zeit mit seiner Armee da unten rum? Ja, vielleicht ängstlich. Es ist kein so richtiges Durchkommen da oben. Naja, aber trotzdem, ich glaube, er sollte einfach weiter Einheit für Einheit hier wegsnacken. Mhm. Wäre schon echt eine gute Überlegung. Was will er denn? Vielleicht will er einfach gerade mal auf Elite Conquistadore warten. Haut weiter, Conquistadore. Hat noch nicht das plus 4 Upgrade für Verteidigung. Geht es hier drüben weiter auf Holz? Hat noch keine Ahnung von dem Stein da drüben. Aber geht jetzt auf der Stein hier vorne und auch mal wieder gut 3 Felder weit weg oder sowas. Der mag wirklich, wenn die, der mag die Westen arbeiten sehen. Ne? Die Weste ist ja nicht dafür bekannt, viel zu arbeiten. Aber bei Florentin schon. Hier und schau dir mal, er killt einfach mal wieder 3, bevor Donny überhaupt dran ist. Ne? Ja. Killt 4. Bevor er es überhaupt merkt, wahrscheinlich. Killt 5. Eieieiei. Ja, man muss wirklich den Spanier einfach früh stören und dagegen ein bisschen angehen. Naja. Ansonsten natürlich gute Einheiten gegen Conquistadore, Kamelbogenschützen von den Berbern. Die sind noch ganz gut. Oder natürlich. Ja, die sind ja eh OP irgendwie. Die Kamelbogenschützen. Sagen einige, aber jetzt kam ja der letzte Patch vor 2 Wochen, 5 von 7, da wurden die ein bisschen schwer gemacht. Ein bisschen genervt. Genau. Und ja. Seitdem vielleicht nicht mehr ganz so stark. Schauen wir mal, was hier passiert. Aber als sie noch unfair waren, anderen gegenüber, hat Marco die natürlich auch gerne genommen. Na, natürlich, Marco. Natürlich. Damals, als er noch gespielt hat. Also nicht 2017. Nur krank die ganze Zeit, krank mit Anführungszeichen, naja. Auf dem Sofa lag. Okay, die Armeen sind erstmal ein bisschen aneinander vorbeigelaufen. Sieht das jetzt? Oh, und jetzt könnte er natürlich hier gutes Sandwich fabrizieren. Oh, Conquistadore können kommen. Und das könnte gleich mal die erste Punkteführung für Florentin werden, wenn er hier reinkommt. Patrouilliert hier rein, bisschen große Distanz, aber ist hier nah dran. Wird eine Menge Dorfwohner wieder verlieren. Mhm. Die Palisaden blocken hat auch ein bisschen, wird eine Menge Dorfwohner hier auch auf Holz verlieren. Ja. Aber alle Armbrüsten sind tot, die Conquistadore noch, vielleicht der 2 wirklich down gegangen hier. Und schau mal an, wie er drüber fährt, ne? Oh ja, ja, die ganzen Schote auch weg. Und das sind noch normale Conquistadore. Stell mal vor, er hätte Elite. Die wird er doch bestimmt jetzt auch demnächst entwickeln, oder? Er kriegt die Ressourcen gerade nicht ganz so auf die Karte. Und schnappt sich hier einen nach dem anderen. Und geht jetzt auf mehr Stelle. Und Äthiopia, da können wir gleich mal ein bisschen drauf schauen. Haben halt nicht so das Geilste in den Stellen, ne? Haben keine Zuchtauswahl, haben keine Paladine, das heißt, er kann so mittelmäßige Kamelreiter bauen, hat aber dafür sogar noch nicht mal das letzte Verteidigungsupgrade. Also, auf was auch immer er geht, warum? Kann nicht die beste aber Option warum sein. Warum geht er so krass auf Stelle? Ja, guck mal, er hat nur Nahrung.
Ach so. Ist hier drüben nicht auf Gold und ist hier und da alle. Naja, aber Holz, Nahrung Holz. Ja, und er geht halt, er tagt nicht mal, ne? Er hat nicht mal die 50 Gold, um leichte Kavallerie zu entwickeln. Und baut jetzt halt berittene Speer nach über einer Stunde. Hm. Habe ich jetzt selten gewinnen sehen, ne? Ja, und oh oh, schau mal an. Da kommt die nächste Burg. Und ja, wenn du nicht mal Gold hast für leichte Kavallerie, hast du erst recht kein Gold, um ein paar Trieböcke rauszuhauen. Mhm. Florentin, ich glaube, der ist hier einfach auf der Winnerstraße, ne? Oh, jetzt sehe ich hier richtig viele Holz und Nahrung verkauft. Hat jetzt 700 Gold wieder in der Bank. Kriegt einfach dieses Gold hier drüben nicht, ne? Und er hat das schon bei Ewigkeiten erkundet. Dass er das nicht sieht, ist natürlich richtig bitter für ihn. Jetzt entwickelt er leichte Kavallerie und baut, lass mal schauen, baut er irgendwas aus den Burgen? Nicht wirklich. Baut er was aus den Schießenlangen? Auch nicht wirklich. Da kommen jetzt Pikiniere. Ein paar Pikiniere. Wo ist denn das ganze Gold hin? Was hat er gemacht? Hat er vielleicht seine Mönche weiterentwickelt, so ein bisschen ein paar Updates gekauft? Schau mal, ist auch nicht so entscheidend. Aber ich einfach mal unter der Burg parken. Dann ist auch egal, wie viel was sie für schöne Upgrades haben. Ja, die haben nicht das leckerste Leben. Ah, hat helle Baden getaggt. Da gingen die 600 Gold hin. Ah, okay. Hm. Sind auch 600 Gold, die er vor dem letzten Update gespart hätte. Als Äthiopien noch das helle Baden-Upgrade auch umsonst hatten. Mhm. Aber Äthiopien wirkten einfach sehr stark und hatten sich ein paar Gedanken gemacht, wie können die mal ein bisschen schwächer gemacht werden und den anderen. Die Entwickler sich entschieden, das Upgrade wegzunehmen. Wirtschaft schaut schon ziemlich gut aus. Hat eine Menge untätige Dorfwohner, aber ist natürlich auch einfach vorne super aktiv. Wird jetzt hier nochmal ein bisschen irgendwie ein Loch zu finden, wo er mehr Schaden machen kann. Hofft aber in die nächste Burg. Aber dann. Da kommt der erste Triebock. Bop. Erster Schaden und da sehe ich nicht, wie er wirklich was gegen machen kann. Ne? Geht jetzt hier auf richtig viel leichte Kavallerie und helle Baden. Ist schon wahrscheinlich das Beste, was er machen kann, dafür, dass er kein Gold hat. Mhm. Hat jetzt auch wieder noch mehr sein Holz verkauft. Aber jetzt schauen wir mal wieder auf die Population. 107 für Donny, Florentin. Oh Gott. Stabile 170. Expandiert hier drüben links. Hat hier drüben noch ein weiteres Dorfzentrum gebaut und einfach so viel Armee. Da steht der nächste Drehbock gleich. Schauen wir auf die Ressourcen auch, ne? Das ist schon echt brutal. Dass er immer noch keine Elite-Konquistatore taggt, ist nicht so gut in dem Moment. Macht weiter Husare. Okay, und jetzt kommt Donny. Versucht jetzt hier sich die Trieböcke zu schnappen. Die Konquistatoren werden aber den Schaden machen. Und ja, ich glaube, er kriegt die zwei Trieböcke, verliert dann aber seine komplette Armee. Und ja, dann hat er das gleiche Problem, was wir davor hatten mit der Burg, ne? Ja, hat so ein bisschen Schaden gemacht, aber dann, oh Gott, er kriegt nicht nur einen Triebock. Oh, alles verloren, hat die Burg verloren, verliert jetzt hier all seine Ställe und seine Kasernen. Der Junge wird nicht wirklich froh sein hier. Und jetzt verliert er die ganzen helle Baden. Ich glaube, das ist der Zeitpunkt, wo man noch mal gerne in das Gesicht von Donny schauen würde. Können wir Donny noch mal sehen? Regie? Oh. Da ist ein bisschen. Oh. Habe ich da gerade eine Träne gesehen? Im Auge? Da lief doch was ein bisschen runter gerade, oder nicht? Ist noch fokussiert. Oh Gott, er schläft gleich ein. Florentin hat einfach nicht selber. Oh, dann mach ich mal hier und dann mach ich mal so. Ja, ich hab ja nur auf Konquistatore gewartet. Wenn man Florentin immer sieht, dann hat man immer diese bayerische Stimme von ihm im Kopf. So, oh, und GG, well played. Ah, da wird Donny nicht froh sein. Nee. Oh Gott, wie glücklich Florentin ist. Ja. Ach, Donny. Donny. Ach, Donny. Ja, ich habe das Gold hier hinten nicht gesehen, ne? Oben rechts. Das war eine Sache, aber naja. Woran hattet ihr liegen? Wir haben dich schon gehypt und gesagt, wie glücklich du sein wirst, dass du jetzt Florentin so niederschmetterst, als du so viele Armbrustschützen da hattest. Und du hattest halt wirklich ihn in so einer vorteilhaften Position für dich. Mhm. Aber dann irgendwie mit der einen Burg, dachtest du dir. Ja, die war kuschel. Die Burg war halt mega kuschel. Wer hat fertig Burg, ja? Die hast du fertig gekriegt. Dann kamen die Ritter. Ich bin trotzdem sehr zufrieden mit meiner Leistung. Ey, absolut, wirklich. Also ich glaube, das war einfach so auf Augenhöhe. Die Burg war halt, aber die ich wusste, ich habe dich ja bewusst vom Stein weggedingst, ich habe ja deine ganzen Steinarbeiter weggedingst. Das hast du auch super gemacht, ey. Ich war immer hin und her und ich wusste nie von was.
Und ich hatte Glück, dass ich deine Bogenschützen gesehen habe, die auf dem Weg zu mir waren. Ja. Weil ich schon ein paar Plänkler hatte. Hätte ich die nicht gehabt, wäre es nochmal ganz anders ausgegangen. Mein Bogenschützenangriff komplett. Ja. Wo ich so, ich probiere mal zu rushen und habe 3. Und du so, ja, ich rush auch und habe 12. Okay. Ja, übrigens, und der eine unterschiedliche Erfahrungen mit Rushen einfach. Der eine Bogenschütze hat übrigens, siehst du hier die brennende Schmiede bei mir? Ja, ja. Das ist übrigens der eine Bogenschütze gewesen, der einfach konstant darauf geschossen hat. Bei mir haben auch 10 Armbrustschützen von dir am Fließband arbeitet umgebracht. Ich hatte einfach 2 Ritter, die ich einfach runterziehen könnte. Und habe es erst 10 Minuten später gemacht. So ja, viel also, auch, also wir gehen ja auch gleich in der Werbung, in die Werbung. Vielleicht können wir danach noch, wir müssen auch kurz gucken. Ja, klar. Oder sagen wir so, wir gehen kurz in die Werbung, spielen dann das 3 gegen 1. Weil heute ist natürlich, liebe Zuschauer absolut. Da draußen, heute ist ja auch Pen and Paper. Die Pre-Show geht um 19 Uhr los. Nee, absolut. Mara kommt hier hoch und wir verbünden uns und vereinen unsere Kräfte. Und dann geht's gegen Nili. Wir sind auf jeden Fall warm. Ja, ich denke mal auch, im Kommentar war ja wahrscheinlich auch schon analysiert. Da müssen total. Wir, ich freue mich darauf, es anzugucken. Auf jeden Fall, ich glaube, ich habe eine gute Leistung abgeliefert. Es war ein Hammerspiel, wirklich. Auf richtig Fall, Bock gemacht, sau auf Augenhöhe. Ich dachte wirklich, ich habe verloren. Ja. Aber dann gab es diesen einen Moment mit der Burg, wo dann auch relativ von viel von, wo wir unter der Burg gekämpft haben. Genau. Wo ich, obwohl ich weniger Militär hatte, dich besiegen konnte. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe eine Chance. Und dann war es bei mir auch nochmal, okay, jetzt will ich es aber auch gewinnen. Ja, ja. Wow. Wir gehen also kurz Hammer. In die Werbung, danach geht's weiter. 3 gegen 1 gegen Nili. Ich bin gespannt. Bis gleich. Bis gleich. Hey, ich bin hier aufgeregt. Herzlich willkommen zurück bei Rage of Empires. Heute mit Special Guest. Nili ist extra für uns angereist hier heute. Der beste Age of Empires Spieler der Welt. Wir haben aber schon The Viper besiegt mit Marco. Und jetzt stellt sich die Frage, ob wir zu dritt Flonara es schaffen, gegen Nili zu besiegen. Wir sind schon im Spiel, es kann direkt losgehen. Ja. Und Nili, bist du bereit? Ich bin bereit. Wie sieht dein Angstlevel aus? 3,46 von 5. Alles klar. Okay. Okay. Von 5. Von 5. Gut, dass da von 5 kommt. 5 von 7. Genau, wir machen aber trotzdem dann ein kleines bisschen Taktikbesprechen, Flo und Dean, bevor du hervorreilst, weil die Zuschauer sollen ja wissen, was wir vorhaben. Deswegen sagen wir jetzt mal Tschüss, Nili. Ganz kurz, eine Minute lang machen wir. Sorry, bevor wir. Was spielst du denn, Nili? Das würde mich noch interessieren. Warum muss ich das verraten, bevor ihr das verrat? Also, ja, gut, können wir auch. Ich spiele Spanier, das ist relativ uninteressant. Also ich habe mich auf Spanier-Briten-Goten vorbereitet. Okay. Okay. Spargrigo. Ja, das ist. Spargrigo. Das ist sehr schön, denn ich nehme selbstverständlich die Inka. Eieiei. Oh, Maya mit Inka. Ich nehme da so ein ganz besonderes Volk. Die nennen sich Äthiopier. Oh, ist das Donnys neuer Go-To? Ja, und. Also Nili komplett falsch vorbereitet, ich hoffe. Genau. Vielleicht fangen wir doch lieber an, dann schaffen wir lieber, haben wir mehr Zeit zu spielen. Dann erzähl ich gleich am Anfang, wenn wir anfangen, was für die Taktik. Was nimmt Nili denn? Was nimmst du? Ich nehme die Hunnen. Oh, okay. Die alte Rush-Nase. Der Klassiker. Er wird nerven mit Speeren. Alles klar. Okay, dann muss nur noch ich. Übrigens lustig, wie ich vorhin genervt habe, aber ich muss ja das Spiel hosten. Sorry dafür. Mittel ist groß genug, ne? Wir haben Eroberung. Okay, alles klar. Viel Spaß, Gear Live. Gear Live, gell? Und ich hoffe, er hört uns jetzt dann gleich nicht mehr. Los geht's. Kommt schon, Leute, wir kriegen das hin, Mann. Koordination, Kommunikation, Ruhe bewahren, alles ist gut. Ah, ich hab eine Mühle gebaut. Nee, jetzt Ernst? Echt? Ich hab keinen Sound auf einmal. Donny. Ich hab halt keinen Sound auf einmal. Das ist weg. Ich hab nichts geändert. Was soll das? Oh, können wir restarten? Hat er das gehört? Nein. Ich glaube, wir können auch einfach so restarten. Warte mal kurz. Pause. Wo ist die scheiß Pause-Taste? Komm, jetzt hast Ding du doch eh schon zu lang, da müssen wir jetzt Pause! Eben. Wo ist Pause? So. Sorry. Oh Mann. So, jetzt sind einfach runtergegriffen gleich. Nee, ich hab gar nichts dran gemacht. Ich hab nichts dran gemacht. Ich wollte nur sagen, wir kriegen Sound rein. Okay. Deswegen checkt vielleicht mal die Verbindung irgendwie zum Mischpult. Warte. Sorry, kein Sound. Ich will noch kurz. Kurz ja, ich finde das jetzt irgendwie auch nervig. Das war jetzt gerade, als bevor ich weg war, alles da. So, ihr hört denn jetzt alle? Ich höre dich. Hallo Nili. Ich habe auch alles. Donny hat keinen Sound. Was ist das? Wo kommt das ich her? Ich habe vor allem. Ich hab hast nichts du wirklich gemacht? Eine Mühle gebaut? Ich war jetzt so aufgeregt, weil ich nichts gehört habe.
Das ist auch der Klassiker. Ich habe nichts geändert und jetzt ist der Sound weg. Kalte Ohren. Ja, kalte Ohren. Sorry, also ich mache auf jeden Fall nochmal einen Restart. Tut mir leid. Okay, also du hast jetzt immer noch keinen Sound, oder wie? Ich habe keinen Ingame-Sound halt hier. Ja, genau, den brauchst du ja. Deswegen rüttel doch mal bitte an dem... Dann gehen wir nochmal auf Optionen. An dem was? An dem Kopfhörer oben, weißt du? An dem Kabel, der Raphael kommt so hoch, dass du es gleich hast. Also wir kriegen es nämlich unten rein, deswegen muss es irgendwie da oben. Okay. Ein Problem geben. Raphael kommt hoch. Geh mal auf Optionen. Also ich habe ja nichts geändert. Also ich habe ja, hab ja nichts geändert. Es kann ja nicht irgendwie jetzt daran liegen. Das muss ja irgendwie am Kopfhörer liegen. Warte mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es wahrscheinlich das Anschlusskabel ist zu deinem Kopfhörer, oben an deinem Kopf. An deinem Ohr, an deinem was Ohr. Was ist denn das? Kommt das da rein oder was? Okay, ja. Ja. Ja, okay, es war nicht eingesteckt. Okay, sorry dafür, okay, dann Freunde. Jetzt schnell, schnell host, host, host. Ja, ich bin schon, host, host, ich mach ja schon. Tut mir leid, es ist wohl vorhin beim, als ich mich so gefreut habe, ist es irgendwie raus. Wir haben es, danke. Kein Problem. Okay. Los geht's. Okay, mehr Spieler einleiten. Sorry. Privat. Ja. Einleiten. Einladen. So. Oh, das tut mir jetzt echt leid. Kein Ding. Könnte man natürlich jetzt auch sagen, warum baut der ohne Sound eine Mühle anstatt ein Haus? Und ein Mühle! Ich höre nichts, ich höre nichts, Mühle. Das war so, ich weiß auch nicht, es ging so schnell. Das ist ein urmenschlicher Instinkt, da ja. Kann man gar nichts machen. Wenn man nichts hört, erstmal eine Mühle bauen, das weiß doch jeder. So, jetzt dann so. Okay, alles klar. Teams du musst noch? Doch Team 1, Team 1. Teams, Leute, Teams. Ja, okay, stimmt. Wir sind Team 1, ne? Ja. Okay, alles klar. Oh Gott, ich bin so aufgeregt, das ist alles total verrückt. Okay, jetzt musst du noch ein Team bereit? Er braucht noch ein Team. Nein, braucht er nicht. Nein, braucht er nicht. Ey, wen? Komm, da muss er. Na gut. Ah, der weiß es schon. Gut. Okay, jetzt geht's los. Auf geht's. So. Ich habe eine Mühle gebaut. Nein. Oh, geil, Schafe waren direkt da. Hammer. Okay, das sieht gut aus. Das sind meine verschissenen Schafe. Ja, wichtig ist keine Panik, wenn man irgendwie jetzt nicht gleich den Boar oder so findet. Schafe, ich habe ihn vorhin auch nicht gefunden. Dann muss man halt einfach auf Schafe gehen und umgekehrt. So, was ist unser Plan? Also, unser Plan ist wie folgt. Jetzt leck, 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 auch, ja. Igel und Arsch. Oh, meine Boars liegen gut. Also, der Plan ist wie folgt. Florentin, weil Mara und ich haben uns gestern schon ein bisschen trainiert. Wir machen das so, du kannst dich ganz normal konzentrieren auf so schnell wie möglich Boom, also Fast Castle, so schnell du es hinkriegst halt. Mhm. Am besten mit Wallen, ne? Schon mal so schön defensiv spielen. Mhm. Und Mara und ich wollen Early Pressure machen, und zwar machen wir eine Mischung aus meinem Archer Flush und den Eagles. Mara baut Eagles, das ist nämlich eine perfekte Kombination, weil wenn er Plankler baut, dann haben wir die Eagles. Und genau, und wenn er dann Man at Arms sind eigentlich der einzige Konter gegen die Eagles, und die kann ich dann mit den Archern fertig machen. Ja. So, also es sollte aufgehen. Wir hoffen es sehr. Das heißt, ich muss jetzt auf jeden Fall mich beeilen und darf keine Fehler machen. Schön alles erscouten. Ich brauche unbedingt meine Schafe alle und so. Aber das kriegen wir schon hin, das sieht ganz gut aus alles. Ich glaube, ich habe sogar schon alle Schafe, und meine Boars liegen sehr gut. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Es kann natürlich gut sein, dass er Tower rusht wie Viper damals, ne? Also ja, der wird gleich mit Scouts ankommen. Richtig nervig. Scouts, ja. Ja, mit Hunden, oder? Oder Berittene vielleicht? Berittene Bogenschützen. Jetzt hatte ich gerade ein Eideldorf-Zentrum, egal. So, jetzt muss ich ihn natürlich schnell finden. Mhm. Ich gehe mal aus, dass er hier irgendwo ist. Ich gehe da mal hin, aber es ist wahrscheinlich, dass er da ist. Und immer schön aufs Dorfzentrum achten, dass wir den, wenn der Scout bei euch auftaucht, das wäre natürlich Hammer, wenn wir den erwischen. Ne? Ja. Ich weiß auch nicht, wie Lamy so drauf ist. Ich weiß nicht, wie Nilly so drauf ist, aber vielleicht auch lamed. Da also auch aufpassen, dass eure Schafe in der Nähe vom TC sind. Mhm. Sonst könnte ich mir schon vorstellen, dass der die versucht zu klauen. So, das sieht alles ganz gut aus. Keiner geht fest,
So, den ersten Bohr ohne Probleme. So, hier ist er. Ich kann Schafe von ihm lähmen. Soll ich machen? Nein. Nein. Das haben wir nicht nötig, Dani. Machen wir nicht. So, hier ist er. Hier ist sein Dorfzentrum. Nice. Natürlich nicht gelähmt. Weil das lame ist. So, gucke ich mal, ob ich was finden kann von dem. Ich gehe mal davon aus, dass ja irgendein von uns auf jeden Fall rusht. Also ich bin ja, ich und Mara. Nee, Flo, du bist Pocket Mara. Ich bin Pocket, ja. Wäre natürlich geiler gewesen, wenn Florentin Pocket gewesen wäre. Besser gewesen, ja. Aber nicht so schlimm. Pocket bedeutet, dass man in der Mitte von den beiden Verbündeten ist. Genau. So, hole ich mal den zweiten Bohr hier. Und guck mal, was da so geht jetzt. Krank. Einfach super. Mann! Ja, macht nichts. Das nervt halt. Ich hatte den schon am Dorfzentrum und ist der einfach wieder zurückgelaufen. Ja, diesmal habe ich dich, du Arsch. Alter, was sind denn mein... Ach, da. So. Noch dann, die Schafe. Ah, das ist Mara. Ach, ich guck mal, ob er auf Gold ist oder so. Guck mal gerade, ob er irgendwie schon Gold gesammelt hat. Sieht nicht so aus, also sieht nicht nach Dorsch aus. Ich weiß auch nicht, ob der irgendwie sowas wie Troll macht oder so. Kann ich ehrlich gesagt nicht vorstellen. Naja, also als er gegen Marco gespielt hat, hat er schon ein bisschen... So, ich klicke jetzt gleich hoch. Ich auch gleich. Na, bald. Also nicht gleich. Mal demnächst. Gucken, was er so macht hier. Oh, ich klicke hoch. So, da hat er Holz. 4 hat er auf 5 hat er auf Holz, 2 Holzfällerlager. 5 auf Holz. Nichts Besonderes, nö. Ich glaub, der macht Fastcastle. Jetzt habe ich mal hochgeklickt. So, ich tu mal lieber ein bisschen wallen. Mhm. Immer noch nicht auf Gold. Doch, jetzt baut er Gold. Wo bist du? Kannst du noch mal pingen? Wie bitte? Kannst du noch mal pingen, wo du bist? Oder wo er ist? Ja. Da ist sein Gold, da gehen wir hin. Okay, wir konzentrieren jetzt aufs Gold. Mhm. Genau, hier wo ist sind sein seine Gold. Genau Spots? Da. Ich mach ja, noch wird mal. Ja noch mehr Spots haben. Da ist auch ein Hügel direkt davor, ist perfekt für die Archer. Ich stelle mich hier auf den Hügel dann und dann, genau, ich muss jetzt aber erstmal die Archer bauen und dann geht das ab. Ich wall schon mal hier und da. Konstruier. So. Das
Klar, stark, Mara, jawohl. So sieht's aus. Don't fuck with the Mara. Yes. Drei auf Gold. Ja, rechnen wir einfach mit Bogenschützen. Sollte nicht so das Problem werden. Problem ist eher, wie kurz die Distanz wirklich ist. Das ist schon bitter. Okay, ich glaube, ich muss erst auf Donny gehen. Und dann Florentin wahrscheinlich später ein bisschen angreifen. Hm, mal schauen. Ich hoffe einfach, dass hier auch keine offensiven Gebäude irgendwo sind. Nee. Ich glaube, es war riskant, dass ich das gerade aufgerissen habe. Und ich habe auch echt nicht die besten Ressourcen gerade. Brauche halt viel mehr Holz eigentlich. Ja, war nicht wunderschön, aber okay. Okay, hier haben wir nicht so gut gescoutet. Okay, das ist die doppelte Outer Range. Okay, hat sie noch zu Hause. Das ist ganz gut für mich. Oh Gott. So war es nicht geplant. Eagles, hast du? Ja, wir können jetzt los. Wir können jetzt los, ich brauche noch schnell eine Schmiede. Und ich habe jetzt 6 Stück, das ist eigentlich noch nicht genug. Warte noch kurz, da kommen noch ein paar raus. Ja. Lieber mit ein bisschen mehr dahin gehen. Ein paar schön Villager weiterbauen, ne? Ich baue immer Villager. Ja, es ist immer gut, das immer zu sagen. Okay, gerade wo du es gesagt hast, hatte ich keine gebaut. So, ich gehe jetzt mal seinen Scout hier. Vielleicht. Okay, ich gehe mal rüber jetzt. Warte. Der riecht eh den Braten, der weiß eh, was passiert. Aber vielleicht weiß er eben mit den Eagles nicht. Das wird er sich hier denken, mal gucken kann. So, wo bist du? Ich. Du gehst jetzt da zu dem Hügel? Jetzt komme ich da zu dem Hügel. Ja, okay, genau. Ich gehe auch dahin. Nur auf den, genau auf den Hügel geht nicht mehr, weil da hat er jetzt einen Turm gebaut. Okay, wo bist du? Aber dahin gehe ich jetzt. Guck einfach da, wo ich gerade geixt habe. Wo dein Speer ist? Ja, da ungefähr. Ja. Okay. So, ich habe jetzt auch 2 Upgrades auf dem Dings. Das sieht gut aus. So, Sicherheitshalber vielleicht auch 1-2 Speermänner bauen, ne? Falls er irgendwie, ist immer ganz gut, falls er doch irgendwie mit Scouts oder so kommt. Oh, Ritterzeit. Oh, Ritterzeit. Ach du Scheiße. Ja, das ist aber eigentlich gar nicht so schnell für so jemand wie ihn. So, jetzt bin ich da. Wie sieht's bei dir aus? Ja. Ich stelle mich einfach unter den Turm hier und mach sein Gold erstmal jetzt weg. Ich habe jetzt zur Ritterzeit hochgeklickt. Ich stelle mich hier drunter. Der hat, glaube ich, keinen Defensivturm. So. Was baut er denn? Auf die Stimme. Soll ich an den Turm dran gehen? Ja, geh mal an den Turm, genau. Perfekt. Ist gut. Wir können jetzt hier ein bisschen nerven. Ja, stell dich da nicht direkt, nicht ins Dizzy laufen. Ja, ich sehe das schon, alles gut. Soll ich eine Burg bei ihm bauen? Wenn du kannst, auf jeden Fall. Nice. Naja, ich baue eine Burg, die Frage ist halt nur wo. Ja, mach lieber eine Defensive für deine Kongs, oder? Gut. So, ich kann ja gut Dorfbewohner killen. Schon 2 da gekillt, jetzt geh in seine Woodline. Vielleicht kommst du. Bleib mal noch da, Mara, und stress da mal. Er zieht auf jeden Fall seine Woodline jetzt ab. Baut er hier, will er einen Turm bauen. Ey, das sieht gut aus, Leute. Oh, jetzt mal Ballistik, wäre geil. Wo bist du? Hier, in seiner Woodline.
Hast du kein Kado? Müssen, glaube ich, alle mal einen Marktplatz bauen, wäre besser. Oh ja, kann ich auch. Bauen mal schnell ein. Ich hab Marktplatz. Genau, jetzt müsstest du hierher kommen. Hey, ich hab's ja in Weil er jetzt auf jeden Fall mit berittenem Bogenschützen, habe ich gerade gesehen. Jetzt müsst du mal hier einfach zu mir kommen. Ich hab nur noch einen. Ach, die sind weg alle? Ja. Ach so, sag doch Bescheid, dann hau ich lieber ab. Aber ich baue wieder neue. Also ich habe da meinen Sammelpunkt hingesetzt. Genau, aber jetzt kommen nämlich die Plänkle. Wo hast du die denn verloren jetzt? Der hat seine ganzen Berittenen dahin geschickt und der Turm hat geschossen. Ah, scheiße. Okay, ich muss welche nachbauen hier. Shit. Wo war das Micro dann? Shit. So schnell, Kato. Ah, schaut schon echt nicht gut aus. Ich glaube, ich bin tot. Geklickt. Ihr habt schon längst hochgeklickt. Okay, ja, Mist, das hat nicht so ganz geklappt. Aber wir haben ihn auf jeden Fall genervt. Mhm. Das war schon mal gut. Der ist jetzt in Defensive. Wenn wir jetzt ein bisschen was schaffen zu boomen, wäre es geil. Ja, ich sammle hier weiter. Kannst du auch noch mehr schießen? Bogenschützen? Ja. Okay, schon die Wörter aus. Kannst du hier noch die schießen? Hier, die was da. Ja. Ich habe halt irgendwie auch nicht so eine geile Wirtschaft, ey. Ich könnte auch berittene Bogenschützen bauen. Berittene Bogenschützen kommen zu mir. Okay. Ich seh's. Okay, ich hab einen Ball. Jo, bleib einfach am besten weg. Ich hab's aber auch gerade gesehen. Alles easy. Die, ja, hier sind deine ganzen Dinger, ne? Dann komme ich mal dahin gleich mit ein paar. Dann können wir hier nochmal stressen. Warte mal. Ich kann jetzt auch mit Kongs dazukommen zum Stressen, ne? Ja, dann geh mal hier hin, Florentin. Hier siehst du die Inka. Ja, mach die mal verteidigen. Alle, Mara. Ja, die sind so ein bisschen verteilt hier. Warte. Genau, und da komme ich jetzt auch hin. Da können wir eigentlich, wenn wir da zusammen losgehen, können wir bestimmt was reißen. So, ich bin die ganze Zeit haust, fuck. Oh, die war die ganze Zeit haust. Kennt ihr das, ey, wenn man das voll lang vergisst? Haus bauen, Villager bauen. So, erstmal zwei Dorfzentren bauen. Okay. Ich brauch Holz, fuck. Wo bist du da irgendwo, Florentin? So, ich komme jetzt mit Bogenschützen hin. Oder ich komm zu den. Also hier, auf der Westseite kämpfe ich hier gerade gegen seine Birten im Bogenschützen. Ja. Genau, Vorsicht, Mara, jetzt läuft gerade welche rein. Ja, das macht ja nicht. Okay, perfekt. Ah, ich dachte, du weißt nicht. Okay, sehr gut. Ja, guck mal, wie schnell hier. So, ich mache jetzt hier noch Upgrades auf meine, jetzt kommen gleich Armbrustschützen. Kommst du mit, Florentin? Oh, scheiße. Wohin? Oh, nein. Ja, gut gesessen. Der hat eine Mange, ne? Wo ist die Mange? Ja. Die Mange, die ist hier. Auf dem Hügel, auf dem Hügel steht. Gerne mal V, wenn die Mange schießt, dann machst du einen Split. Ja, das habe ich gesehen, wie du gesplittet hast. Okay, Achtung, hier berittene Bogenschützen. Okay, ich gehe mal mit auf den Hügel, Mara, das ist gut. Ja, ich suche die Mange. Der Hügel ist super, da gehen wir drauf. Und immer auf die Mange achten. Wo ist die blöde Mange?
So, da ist sie. Ja. So, Vorsicht, Florentin. Aufpassen. Bleib lieber weg mit der Mange. Ey, ohne Witz, Florentin. Das ist Mange ist weg. Angst. Mange weg. Sehr gut. So, ich gehe ihn versuchen. Ja, das sieht gut aus. Darf ohne bauen. Oh ja. Okay, ich gehe mal harassen. So, genau. Schön machen wir das gerade. Zusammenbleiben. Mara, komm mit. Aufpassen. Nicht stehen bleiben. Da oben auf dem Berg. Ja, ja, ja. Genau, komm mit hier zu den Kongs. So. Jetzt gehen wir hier mal runter. Genau, wir folgen dir, Florentin, ne? Ja, ich weiß nicht, wo eine gute Angriffsstelle ist. Ja, ich kann ja auf jeden Fall schon gut Damage machen. Vielleicht mit dem Stein unten wahrscheinlich. Nee. Hm. Aber hier ist die Woodline. Das ist schon mal nicht so schlecht. Ich baue jetzt auch berittene Bogenschützen. Ich habe gute Upgrades. Okay, Achtung, Mange. Bei Blau. Ja, das habe ich zu spät gesehen, sorry. Habe ich zu spät gesehen, die sind alle weg. Die Bogenschützen, das war ein guter Schuss von ihm. Fucking Mangen! Ich hasse Mangen! Mara, nicht die Häuser angreifen. Okay, ich glaube, ich bin jetzt hier gefangen in seiner Base. Geh mit, Flunti mit, genau. Ich versuche die Mange zu kriegen. Genau, Flunti, pass auf die Mange auf. Ich bin auch reingelaufen. TC macht meinen Eagles nicht so viel, ich gehe auf die Mange. Okay, Mange ist weg. Schön, Mange ist sehr weg. Ich gehe oben, an die Leute, die da. Okay, so ich knusper. Knusper, geil, Alter. Ich habe jetzt auch berittene Bogenschützen, die kommen gleich. Ich muss hier noch irgendwie. Ich habe mehr Holz, brauche ich, ey. Okay. Sehr gut, Florentin. Schön. Villager bauen. Genau. Und nicht Haus hier, sein. Mara, hier unten beim Florentin, geh lieber auf die. Ah, nee, genau, ist gut so. Schön, Leute, das sieht gut aus. Immer haust! Schön, Florentin, Hammer. Vorsicht immer, ne? Bisschen aufpassen. Nicht drauf ausruhen. Da ist immer noch ein Turm, Florentin, ne? Oh, der Turm weg. Der schießt. Ja, der Turm ist gleich weg. Den krieg ich kaputt. Yes! 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 Flunara! GG! GG! Flunara! Flunara! Komm her, Ricky. Komm, Ricky. Ricky. Ricky kommt hoch. Er streckt sich erstmal. Ricky streckt sich. Ricky. Freunde, krass. Sind wir drauf? Ich weiß es nicht. Wow. Nili, du hast das Wort. Ja, habt ihr gut gespielt. Dankeschön. Ich glaube, Dankeschön. Mit den Eagles und Bogenschützen gleichzeitig ist es halt schwierig für mich dann zu kontern mit nur einer Einheit. Und ja, dementsprechend gut Zeit gekauft für Florentin. War eine gute Strategie von euch. Krass, also das geht natürlich jetzt runter wie Öl, weil genau das war Mara und mein Plan mit diesen, die Mischung aus Bogenschützen und Eagles ist natürlich wahnsinnig nervig. Ja. Ich finde, man muss auch vielleicht nochmal an der Stelle sagen, wir haben ja auch ein paar Leute, die zugucken, die nicht so mega oft Age of Empires gucken. Für die muss man auch in Relation setzen. Das ist wahnsinnig schwierig, gegen drei Spieler zu spielen auf so einer offenen Map. Und vor allem, wenn dann halt zwei so eine Einheiten bauen, die man eigentlich kaum kontern kann, dann ist es schwierig. Von daher, ne, mach dem Mann Abstriche. Das ist wirklich sehr schwierig, aber trotzdem hat er einfach verloren. Ja, wir haben jetzt noch 20 Minuten. Wollen wir ein Rematch machen oder wollen wir in die Analyse gehen? Ich weiß es nicht, was am schlauesten ist. Nili, hast du Bock, Rematch? Ja, von mir aus gerne, aber dann jetzt. Okay, pass auf, dann machen wir es so. Pass auf, das wurde letztes Mal vorgeschlagen. Mhm. Wir spielen es zu Ende. Mhm. Und im VOD läuft dann die volle Länge. Kriegen wir das eigentlich hin oder muss die Regie einpacken um 19 Uhr? Die Regie muss um 19 Uhr ein Recap abspielen, was 20 Minuten dauert. Ich weiß jetzt nicht, ob das die komplette Regie blockiert. Das müsste Regie gerade mal sagen. Also die Idee ist, dass wir weiterspielen, ohne live zu sein. Ja.
weil wir sind in Regie 2 und die übernehmen dann in 1. Perfekt. Genau, nein, dann einfach, genau, dann verzeiht uns, wenn wir keine lange Abmoderation machen. Ihr könnt aber dann das VOD schauen auf YouTube, dann läuft das in voller Länge und dann spielen wir noch ein bisschen, dann müssen wir uns nicht so stressen. Wir spielen gemütlich noch eins fertig, analysieren das ein bisschen, das könnt ihr euch dann im VOD, also wenn ihr gerade VOD schaut, hallo, ihr seid die Geilsten und die Leute, die gerade live schön sind, können natürlich bei YouTube später kommentieren und liken. Kommentieren und liken und ja, genau, dann gehen wir noch mal rein, Nili. Ich lade noch mal ein. Das heißt, für die Live-Zuschauer wird es einfach plötzlich abbrechen und der Recap geht los, aber ihr könnt ja im VOD dann. Genau, ich versuche irgendwie noch schnell Tschüss zu sagen oder so, falls ihr auf die Zeit achten. genau, also wir leiten mal ein. Hier privat einleiten, einladen. Nili, Mara und Florentin. Genau. Ja, krass, ey. GG. Es geht. Dieses Mal weiß er natürlich, dass ich Inka nehme. Weiß ich nicht. Gucken wir mal. Aber wir knallen halt dieselbe Strategie nochmal. Ist das jetzt das? Ich höre euch gerade. Ja, ich weiß. Es liegt so ein bisschen in der Luft. Ja, wir schauen mal mit den Völkern. Sollen wir vielleicht alle zufällig und dann ist vielleicht so ein bisschen. Oder. Guck mal, direkt einfach. Bevor ich es gesagt habe, war schon Spanier ausgewählt. Oh, genau. Es war schon direkt Spanier. Nein, wir wählen nochmal aus. Nili, du darfst gerne. Willst du anfangen oder sollen wir erst und du suchst dann ein Volk aus? Was ist dir lieber? Ja, ich bin noch am Grübeln. Ich würde sagen, wir suchen dann's aus, dann kannst du reagieren. Das ist vielleicht einfacher, dann fairer. Ja, ich nehme einfach jetzt mal die Chinesen. Aha. Ist leider mein. Ja, Mara nimmt die Inka wieder. Ja. Schönes Volk. Das ist schon so mein Lieblingsmoment. Jetzt muss natürlich Nili gucken, was Kanada am schlauesten machen. Warum nimmst du die Chinesen? Weil er Bogenschützen baut. Ja. Nee, weil er einfach was anderes spielen will. Ich mag viele Völker. Aber ich mag die Chinesen sehr gerne. Nili, was sagst du? Überlegst du noch? Grübelst du? Ich bin sehr am Grübeln, ja. Vielleicht nehme ich einfach auch Hun. Nee. Ich lass es jetzt so. Ich will eigentlich gar nicht Chinesen, aber ich spiele jetzt mit Chinesen. So. Ja, ich will eigentlich gar nicht. Die haben am Anfang 6 Dorfbewohner, das nervt voll. Kannst du ein Team bitte machen? Habe ich gerade gemacht. Guck mal. Gut. Guck mal jetzt. Guck mal bei dir. Ja, ist doch gut. Cheers, Mike. Maya! Oh, oh. Oh, der Kampf der Bogenschützen. Maya! Alles klar. Gut. Okay, dann sind alle bereit. Teams sind eingestellt. Arabien, wir haben alles. Ja, dann Nili. HFGL, ne? Euch auch. Dankeschön. Okay, los geht's. Richtig gute Arbeit, Leute. Ja, richtig gut. Das war gut. Wir haben guten Männer. Okay. Wollte ich gerade noch schreiben. Egal. Konstruier. So, guck mal die Schafe hier. Ich habe heute nicht so ein Schafglück irgendwie. Oh, ich höre dich immer ganz schlecht. Ach ja, dann sollte ich vielleicht auch mal aufziehen. Ich habe das funktioniert irgendwie gar nicht bei mir, dieses In-Game-Ding. Ich höre einfach nur euch im echten Leben. Ja, Chinesen finde ich so ein bisschen nervig, weil die 6 Dorfbewohner am Anfang haben und man kann erstmal, man startet ohne Nahrung. Mir ist es irgendwie lieber, standardmäßig zu starten. Weiß auch nicht, vielleicht bin ich da so ein bisschen verrückt. Was habe ich denn hier für eine Karte? Ich habe ein Ding, du Wald. So, selbe Strategie nochmal, was ist der Plan? Ja, klar. Ja, Igitt. Also, sorry. Der arme Mensch. Klar. Das lief gut. Chinesen sind auch gute Bogenschützenvolk. Chukunu. Die Chukunuks, aber das ist ja die Spezialeinheit. Ich gehe ja auf Flash sozusagen wieder. Ja, der wird das jetzt auch vielleicht hat er das auch nicht ernst genommen. Ne? Jetzt dürfen wir uns nicht ausruhen drauf. Kann auch sein, dass er einfach, vielleicht wird er jetzt diesmal, der hat auch gar nicht gewallt und so, ne? Muss man auch mal sagen. Mhm. Ey, habt ihr auch so eine beschissene Karte? Nee, bei mir geht's eigentlich noch. Ich habe immer nur kein Holz in der Nähe, aber das ist, glaube ich, noch das. Ja, ich hab weit weg, Holz weit weg. Ich habe das richtig weit weg. Aber ist mir lieber als Schwein-Schafmangel. Oder habe ich einfach Mönche. Ach Gott. Ich weiß es echt nicht. Vielleicht kaufe ich mir auch einfach eine Burg. Mit dem schlechten Stein. Jetzt haben wir unsere Schweine ein bisschen früher geschwunden. Oder eins. Puh, trotzdem. Keine schöne Karte. Wir wollen halt eine Burg bauen und haben halt beide Steinspots super, super offen. Vielleicht kann ich gleich noch was finden, dass ich mich irgendwie komplett mauern kann, aber ich sehe es nicht so richtig kommen. Hm.
Oder wir spielen einfach defensive Türme. Ich glaube, ich habe eine Strategie, die ich spielen will. Wo war denn mein Schwein bitte? Da vorne? Okay. Ich glaube, ich will defensive Türme und versuche, eine Schießanlage hinter Florentin zu sneaken. Er hat gegen seine Strategie ganz geil, ne? Die Frage, ob ich das so hinkriege. Gerade weil ich ja nicht weiß, wo er ist auch. Kann schon hart werden. Okay, ja, wir müssen den mal scouten. Ich scout den jetzt mal, glaube ich. Habe alle meine Schafe schon gefunden. Okay, jetzt können wir eigentlich schon den zweiten Bohr holen. Passiert euch das auch oft, dass ihr gerade zufällig genau die angeschlagene Villagerin aussucht, wenn es um den zweiten Bohr geht? Ja. Ja, immer. Ich wähle immer random einen aus und ist immer der Angeschlagene. Dann muss Schluss sein. Dann muss Schluss sein. So, der Borlo war im Grunde perfekt. Das ist jetzt hier gleich fast aus. Dann gucken wir mal. Und das mal jetzt hier abschießen. Hier diese. Hat jemand ihn schon gescoutet? Ich bin auf dem Weg zu ihm, aber noch nichts entdeckt. Oh, mir ist ein Dorfbewohner verreckt, scheiße, Classic. Warum? Ja, weil halt der Bohr sich genau den ausgesucht hat. Hm. Kennen wir. Klassiker. Nee, erscoutet habe ich ihn noch nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass er irgendwo hier ist. Ja, der. Oh, hoffentlich nicht, weil es wäre mega nah an mir. Das ist Florentin Scout, die haben sich gerade gekuschelt, unsere beiden Scouts. Oh, ich habe ihn. Hier ist sein Dorfzentrum. Oder? Oh, okay. Ich laufe gerade komplett darauf zu. Okay. Er hat mich nicht gesehen. Ich guck mal, was der so macht. Letztes Mal hat er auch irgendwie auch keine Kaserne gehabt und so. Ist alles recht spät. Es war so alles mir so ein bisschen suspekt. Ja, richtiger Noob. Ja. So. So, ich gehe hoch. Bleib doch hier. wegen hochgehen, weißt du. Lull. Weißt du. Oh, ihr seid solche crazy Typen. Ey, bei euch im TS ist so eine geile Humor, den checkst du nicht. Ja, hast gesehen, hast gestern mal mit uns trainiert. Direkt haust hier blöde Sprüche raus. War das gerade der Blick, Donny? Bist du wirklich, das bist wirklich du. Was ist das dir geworden? Oh, ich habe Rot. Der fängt an zu wallen hier. Ah, ich hab seinen Adler in der Base. Ich repete in der Base. Er wallt auf jeden Fall diesmal. Sehe ich gerade. Oh, ich bin ja schon viel zu früh hochgegangen. Bin ich dumm? Naja. Würde ich jetzt nicht sagen. Ah, ja, war schon richtig dumm. War ein bisschen dumm auch, ja. Ich habe meine Kaserne zu früh gebaut. Whatever, lol, YOLO. Ja, okay, der Wall richtig. Der gibt sich die richtige Wall. Der wird jetzt. Sag mal, der weiß nicht. Weiß, wofür sind die Chinesen bekannt? Ja, genau. Nudeln. Ich brauche Nahrung, 500, wenn ich schlecht, dann kann ich auch hochklicken. Gib mir die Nahrung, ihr geilen Bärensammler. Hier, da, geht mal da rein, dann kriege ich auch mal hoch. Ja, aber so ein Palisadenwall ist doch mit ein paar Bogenschützen schnell durch, oder nicht? Okay.
Was ja, er wollte auf jeden Fall ganz, er hat hier auch eine Wall, also der, ja. Ja, das heißt, für uns ist gut. Ja, das ist, ist nicht so schlimm. Aber dann kannst du auf jeden Fall, diesmal könntest du dann die Offensivburg dann überlegen. Wenn du schon bist mal du auch für Bogenschützen, so ist ja nicht so schlimm. Die Eagles haben die Mauer schnell weg, wenn dagegen repariert. Ja, ja, wir machen das Gleiche, klar, ich meine nur, aber da, ich glaube, Florentin kann auf jeden Fall die eine offensivere Burg machen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass er irgendwie versucht anzugreifen, jetzt großartig. So im ich trau der Sache nicht so ganz. Hey, Feudal. Immer so spät. Ich weiß nicht, warum spät. Das so spät eigentlich. Villager bauen, Häuser bauen. Ja, der hat sich gut eingewollt. Ist nicht so schlimm, weil da kommen wir schön durch. Ups, jetzt hat er meinen Scout angegriffen. Oh, nee, ich habe die eine Seite echt komplett offen. Ne? Aber ist es eine Seite zu uns oder eine Seite zu ihm? Bei mir ist alles komplett offen. Ich habe leider, mein Wald bietet sich gar nicht. Man direkt einen Marktplatz bauen, glaube ich. Das ist ziemlich schlau, wenn man zusammenspielt. Ich habe auch gar kein Holz, ey. Geil, ich habe Markus gehört und zwei Schmieden und habe immer noch zwei. Echt, die haben saugutes Holzbonus, die Chinesen. Wie sieht's aus mit deinen. Ich komme jetzt erst raus. Aber es geht schnell. Alter, wo ist denn denn mein. Da ist noch Gold. Villager bauen. Okay, hier ist Gold. Wo gehen wir denn hin bei ihm? Hier ist ein ganz guter Punkt, um anzugreifen. Oder? Er hat, hier ist so Stein und da ist ein Hügel. Da könnte man eigentlich schnell durchbrechen und dann hat man den Hügel-Advantage hier. Ich bleib mal da stehen und guck mal, was da los ist. Was da so geht, ob er da hingeht oder nicht. Wie weit wärst du, Mara, mit Eagles? Das war halt die andere Seite von mir. Ach so, ja, ja, Moment, ich baue gerade noch den. Ja, ja, ich muss auch erstmal bauen, aber ich glaube, kann da hingehen, wäre nicht schlecht, dann gleich irgendwo mit, wenn du kannst. So, das ist meine Front, ich Idiot. Ich habe gerade die ganze Zeit die falsche Seite abgewollt. Welche bauen? Ja, Florentin, dein Scout, genau. Gerade nur rum. So, ich habe jetzt einen Marktplatz, falls du traden willst. Habe ich auch, ja, ja. Ich habe auch schon. Ich baue schon. Sehr gut. So, ich hätte jetzt so 8 Bogenschützen. Oder 7. Würde ich jetzt eigentlich mal losschicken. Schmiedchen brauche ich noch. Habe ich schon eine Schmiede? Nee. Oh, ich habe Bogenschütze in der Base. 5 Stück. Ich kann mich nicht dagegen wehren. Oh. Keine Panik erstmal. Wo denn? Schön immer einquartieren. Hier bei meinem Stein, hier unten. Der wird kannst du pingen? Kannst du pingen? Wo das kannst du es mit des Pings, dann kann sie hinkommen. Mit dem Ding unten. Lohnt ihn? Ja. Genau. Ja, ja. Ich ansonsten kann da nicht auch so mal einen Marktplatz, ne? Ja, ja. Wegen Free Cardo. Bin gerade dabei. Genau. Okay, ja, ich gehe jetzt zu ihm. Ich nerv ihn jetzt währenddessen. Kannst du nichts machen, Florentin? Ich muss jetzt halt auf meinen Ritter warten. Aber das dauert eine Weile noch. Okay, dann würde ich. Soll ich dann lieber mit Donny gehen oder soll ich dir die Bogenschützen wegmachen? Die 6 Stück kriegt müsste Florentin. Geht mal, geht mal ohne mich. Geht ich glaube, die müsstest du auch hinkriegen. Okay, warte, dann komme ich zu dir. Jetzt hat er schon Ambrosschützen. Ja, Ambrosschützen, er greift mich relativ groß an. Ja, das sind 6, 8 Stück. So viel habe ich auch. Also, ja, du musst halt auf jeden Fall ein paar Plänkler bauen, wohl oder übel. Oder ein paar Scouts oder so. Oh, er hat sogar Schießanlagen bei mir gebaut. Der belagert mich richtig gut. Okay. Also, der geht all in. Gut, dann können wir jetzt mal Stress machen hier, Mara. Ja, moin. Ich mache jetzt hier mal das Stück Mauer auf hier. Siehst du ja, wo ich gegen schieße.
Ich brauche erstmal ein bisschen, weil ich erst zu Florentin hier oben hingelaufen bin. Ja, kein Problem, alles gut, alles gut. Einfach ruhig bleiben. Wir haben ja schon einmal gewonnen, das passt schon. Hier durch die Mauer. Wir könnten dann ja. Florentin, okay. wir entlasten dich jetzt auf jeden Fall, weil wir jetzt auf jeden Fall seine Woodlines so anstressen. Jetzt noch zwei, drei Eagles hier, dann wäre es geil. Und dann können wir mal hier. Die Mauer ist jetzt durch gleich. Ja, Hammer, da kommen sie schon. Perfektes Timing. Mara. Könnt ihr mir Gold schicken, so ein bisschen? Ich habe leider nur 150 selber. Auch nur 100. So, jetzt machen wir doch mal ein bisschen Stress, Mara, ne? Ja. Immer weiter. Hier nee, weiter nicht in die schaffen? Richtung. Sagen wir hier auf seinen. Könnt Mut ihr mir bitte Gold schicken? Ich kann keine Ritter bauen gerade. Okay, ich kann dir 100 nur schicken. Alles. 100 an. So, guck mal, ob da ein Gold ist. Nee, ne? Also, so, der wird mich halt hoch mit. Langsam genau, sich nicht, ja? Ja. Und hier ist auf jeden Fall sein Gold, da müssen wir hin. Nicht die Wirtschaft vergessen, weiter Villager bauen, ne? Ja. So. Oh, da ist ein Dorfzentrum, zurück. Da ist ein Dorfzentrum, zurück, so einfach zurück. Ich kann aber die zwei killen hier. Mange. Da kommt eine Mange. Oh, ich kann. Ah, der hat, nein, oh das Gott. Hat er aber gut gemacht, oder auch, das hat er gut gemacht, ey. Der hat genau die andere Richtung gemacht. Der baut jetzt hier. Das schaut doch schon mal ganz gut aus. Hey Leute, ciao, tschüss. Mach's gut. Ciao, wir sehen alle. Uns im tschüss BOD. An alle Live-Zuschauer. Viel Spaß heute Abend noch bei Pen and Paper. Bei der Pre-Show kommt jetzt. Und danach gibt's eine neue Folge von Morton Manor. Ciao. Tschüss. Ciao. Ich finde ja die YouTube-Zuschauer eh ein bisschen schöner und cooler, ne? Wenn ihr mir irgendwas an Gold schicken könnt. So, ich bin mitten in der Woodline. Jetzt kann ich richtig schön wegknuspern. Ich bin auf dem Weg zur Ritterzeit und bin jetzt in seiner Woodline. Okay, sehr geil. Ich komme nochmal mit ein paar Bogenschützen nach. Sorry, Florentin, ist echt, ich kann dir leider auch. Ich habe selber nix. Auch zu wenig auf Gold, ehrlich gesagt. Mal hier noch ein paar abziehen. Ich habe ihn gerade komplett von der Woodline abgeschnitten. Geil. Sehr gut, Mara. Wie sieht's aus? Ich guck mal bei dir, Florentin. Irgendwie schön. Ich Plänkler, irgendwas ja. in der Art. Okay, warte. Ich kann leider jetzt auch nichts mehr produzieren. Ich habe jetzt zwei Ritter und das war's. Der zieht doch jetzt langsam ab. Das passt doch schon. Gar nicht. Nee, der kommt voll an. Okay, stimmt. Okay, ich komme zu dir. Ich muss jetzt irgendwas mit dir machen. Plänkler sind, kann ich mir eigentlich leisten, ja. Ich baue mal 8 Plänkler und komme jetzt mit ein paar, ich baue eine Mange bei dir. Und wirklich, wenn ihr 100 Gold habt, irgendwie zusammenkratzen, das wären halt wieder zwei Ritter, die mir das Leben retten. Ich baue 75 Gold, original. Ich gebe dir Gold. Ich kann was verkaufen. Ich stehe immer noch in seiner Woodline drin, ja. Ich kann nicht im Moment warte mal. Kein was. Holz abbauen, der Typ. So, ich geb dir mal. $200 hast du jetzt. Super gut, vielen Dank. Ja, der auf jeden Fall steppt er sein Game hoch diesmal. Okay. Ich komm jetzt mit Plänklern zu dir. Ich habe jetzt 5 Ritter und gleich das zweite Upgrade für Rüstung. Das heißt, ja, ich sollte gut gegen Schützen kommen. Genau. Ich komme jetzt da mit ein paar Plänklern rüber. Und die anderen hat er schon abgeschossen. Hier, scheiße, habe ich gar nicht drauf geachtet. Damn it! Habt ihr noch irgendwas, wo ihr mit ins Lager rein könnt? Nee, geht nicht. Krieg's gerade nicht. Okay, ich habe jetzt Rüstung. Ich kann jetzt was machen. Ja, komm hier mit ins Lager. Also er ist im Moment komplett vom Holz abgeschnitten, hier von seiner Woodline. Genau. Ich gehe jetzt mit einzelnen hier weiter überall durch. Also, die kommen zu grün. Die kommen zu Mara. Mara, dein Gold. Die kommen zu dir bei Mara, dein Gold. Meine Ritter sind auf dem Weg dorthin. Okay, genau. Können, dann hilfst du mal Mara. Ich versuche jetzt hier noch was zu bauen. Die Plänkler kann ich ja jetzt abziehen. Der ist weg von dir. Dann gehe ich zu Mara.
Ja, ich gehe zu Mara mit dem Plan. Ich gehe auch zu Mara. Der macht das jetzt deutlich besser. Der ist jetzt überall verteilt. Okay, ich hoffe, ich weiß nicht, ob meine 5 Ritter reichen. Oh. Ach, das hat nicht viel gebracht. Aber ich versuche mal hier abzuschneiden. Ist er schon? Sind die alle tot? Jetzt hier. Ja, jetzt ist gut. Ist gut für ein Team. Bleib dran. Ich habe nicht mehr viele. Bleib dran, ne? Ja, genau, sehr gut. Die kriegst du. Die machst du so. Ja. So, Bogenschützen incoming. Ich bin immer noch in seiner Base mit... Ja, ich weiß. Ich kann leider jetzt erst so langsam anfangen zu helfen. Ich habe die irgendwie eine Scheißwirtschaft. Also ich weiß nicht, wo er Holz abbaut, aber auf jeden Fall... Ich brauche dringend ein zweites TC. Oh oh. Ja, das hätte ich einfach nicht passieren lassen dürfen, ne? Wenn ich einfach zu Hause keinen Schaden kriege, glaube ich, schaut es echt ganz okay aus. So, Häuser bauen, nicht vergessen. Jemand 50 Holz? Dann kann ich eine Waffenschmiede bauen. Ich habe selber nur 96. Hast du Holz? Kannst du mal Holz schicken? 20. Nee, auch nicht. Doch, jetzt kann ich dir schicken. Oh, danke schön. Obwohl ich selber nichts habe. Ich opfer mein letztes Hemd. Villager bauen weiterhin. So, ich komme jetzt hier oben rein. Jetzt zieht er schon ab. Da war sein Holz. Der baut hier ab, wo wir vorhin reingekommen sind. Da ist er jetzt abgezogen. Ich glaube, der gibt jetzt auf, oder? Falk? Leck, leck, leck. Oh, Stein, 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 Stein! So, ich bin jetzt auch drin hier. Sehr gut. Wenn wir letztes Mal irgendwann die Kongs kommen, dann haben wir ihn wieder. Der kann gerade kein Holz abbauen. Du bist immer noch bei ihm irgendwie drin, oder was? Hammer. So, ich gehe jetzt mal hier. Der wird auf jeden Fall wieder eine Mange bauen. Der hat hier ein neues TC gebaut hier unten. Vorsicht bei dir, Mara, diese. Oh ja. Die laufen unter dem TC rein. Aber der hat nicht reagiert so richtig. Ich muss immer aufpassen, dass der nicht irgendwie. Der baut seine TCs voll gut. Die sind immer so genau. Ja, ich glaube, der hat schon mal gespielt. Habt ihr Einheiten? Könnt ihr hier mit rein? Ich muss mich gerade selbst ein bisschen verteidigen, komme aber zurecht. Ich muss jetzt erst gerade Ballistik noch schnell entwickeln. Ja, jetzt kommt die Mange. Hat er nicht getroffen, nice. Villager bauen. Ja, ich muss abhauen hier. Die Mange ist mir zu stressig. Der ist so gut mit dem fucking Micro, mit der Mange, ey. Der geht immer dahin, wo ich... Ich hau ab. Ich muss kurz abbauen und dann wieder reinkommen. Wo ist denn dein Marktplatz? Ja, ich sehe ja deine Sicht. Alles klar.
Okay. Okay. Ich glaube, ich baue diese Sondereinheit von denen jetzt. Häuser bauen nicht vergessen, ich vergesse nämlich selber ständig. Ah, die können ja wieder hier rüber. So, siehst du, wo du gerade mit den Rittern läufst? Frontin wäre eine gute Burgposition, ne? Soll ich die wirklich offensiv bauen? Die ist super, klar. Die ist nicht super offensiv, aber die stört ihn, wenn er losläuft und so. Du kannst von da die Kongs dann immer losschicken. Weil er macht halt nebenbei auch Stress auf mich, aber ich glaube, das kriege ich hin. Okay, harass dir noch? Oder ja. Soll ich es mal versuchen? Ja. Klar. Oh, hier ist okay, hier ist eine Mange. Ich habe jetzt auch. Das ist diese Mange, von der alle sprechen. Ja, die muss echt aufpassen, Mann. Der Marco, die echt saugut. Und da bräuchten wir jetzt die Eagles oder deine Ritter, ne? Oder? Die Ritter können die fertig machen. Ja, hier oben ist der, die ist hier in der Gegend da irgendwo. Die nervt mega. Lässt mich mit den Bogenschützen keinen richtigen Stress machen. Und Daumenring noch schnell. Ich brauche jetzt mal Stein. Hat jemand zufällig 300 Stein oder so? Nee, ich brauche Stein. Ich spare gerade selbst auf die Burg. Der ist sehr stark auf Stein. Ich glaube, der will auch jetzt eine Burg bauen, bald. Ja, klar, der ist Maya. Ich muss hier auf die Mange achten, ey. Da kommt hier bestimmt gleich wieder hin. Villager bauen, Häuser bauen. Oh Gott. Jetzt kommt die Mange wieder. Scheiße, ich muss von der anderen Seite kommen, wo ihr seid. Eieieiei. Ich glaube, das ist nur Entlastung für ihn. Das macht ja, klar, aber jetzt rächt sich die Offensivburg. Okay. Shit! Ich muss mich zurückziehen. Ja, oder gib halt aufs Auf und geh woanders hin mit deinem Nee, das kann ich oder so. Du kannst auch zu mir ins Lager kommen einfach. Ist alles gut. So schlimm ist es nicht. So, jetzt kommt die Burg hier. Ach, du baust die dahin? Okay. Ja, nee, perfekt, genau. Dann baue ich die noch ein bisschen offensiver. Guck mal, die ist richtig geil da. Seht ihr die? Die wird gut. Nicht da reinlaufen, ihr Scheißleute. So, ich muss jetzt mal ein paar Produktionsgebäude bauen hier, Mann. Wo seid ihr? Habt ihr noch Leute? Überall. Hier, guck mal, das ist eine Mega-Armee hier. Da, wo die Burg gebaut wird hier. Da ist eine gute Stelle, um einfach hinzugehen. Oh, der baut eine Burg wo, hier. Wo? Und? Okay, das ist eine Defensivburg, alles klar. Ich komme mal hier durch. Oh, scheiße. Na, da wollte ich. Ich komme da nicht dran. Der baut die so blöd. Ich komme von der anderen Seite. Siehst du das Florentin, was hier gerade geht? Genau, die Burg ist auch oben. Nice. Wo? Genau, da hier an der Front einfach hier. Der baut hier eine Burg bei sich, die müssen wir verhindern. Ah ja. Ja, das sollte doch gehen. Genau. Sehr gut, Mara. Hammer. Die Eagles sind so geil, ey. Ja. Die halten so viel aus. Oh, ich muss hochklicken, nicht vergessen. Fuck, nicht vergessen, hochzuklicken, wenn ihr könnt. Habe ich jetzt voll vergessen. Auf Imperial? Ja. Klar, dann bauen wir Triebocke, Alter. Da fahren wir doch die Burg. Okay, Achtung, die geht hoch, die geht gleich hoch, die Burg. Oh, kommt Mange von rechts. Gleich ist sie oben. Ich schieß die ab. Ja, okay, oben. Die ist oben, okay, oben. Okay, geil, der hat mich getroffen.
Villager bauen. Ah, der ist so gut mit den Mangen, ey, das gibt's nicht. Der hat meine ganze Armee ausgelöscht mit dieser Mange. Fuck, ey, der mit seinen Mangen. So, ich bin aber gleich Imp. Dann kann ich Tribok bauen, Alter. Dann ist der weg. Könnt ihr mir Holz schicken, zufällig? Nee, Holz habe ich auch nicht. Gerade selber auch Mangel. Aber ich kann in seiner Woodline ein bisschen was machen. Okay. Die Burg ist geil hier. Der kann nicht mehr lange aushalten, glaube ich. Der baut hier auch noch eine Burg bei mir unten. Wo? Deine Ritter, die hier müsste mal irgendwas mit denen machen. Die verteidigen. Aber ihr baut hier eine Burg rechts unten. Genau, dann geh mit den Rittern. Du hast hier in der Base hier Ritter, ne? Ja, die müssen verteidigen. Achso, okay. Ja, aber ich dachte, du kannst die Bogenschützen da jetzt mit ihm. Ich hab die jetzt das ganze Spiel hin und her geschickt. Die verteidigen jetzt einfach. Achso, weil ich dachte, das wäre halt Verteidigung, wenn du hier stehst. Für deine Base. Okay, hier geht die Burg hoch, ne? Ach, da meinst du. Ich hab von deiner Base geredet übrigens. Aber der macht hier weg. Schnell, Vorsicht, Mangel beim Gold hier vorne. Lothin. Wir haben gerade übrigens von einer ganz anderen Stelle beide geredet. Ich hab von deiner Base geredet. Da stehen Ritter rum. Ich weiß, aber die verteidigen die Base. Aber du wirst gerade angegriffen da oben, deswegen sag ich. Ach so, sorry. Entschuldigung. Du bist die ganze Zeit da angegriffen, deswegen. Einfach missverstanden. Okay, alles gut. Scheiß drauf. Wir müssen hier vorne Produktionsgebäude bauen mit diesen Goldarbeitern, glaube ich, Florentin. Vielleicht so ein paar Ställe und dann Husare und so einen Scheiß rausballern. Ja. Bisschen Trash ausgeben. Ich baue mal hier ein paar Ställe hin. Ich muss meine Eco auch ein bisschen auf Vordermann bringen. Alles klar. Oh Mann, ich muss leider immer wieder zurück und mich verteidigen. Ich krieg es nicht hin. Oh, fuck me. Geil, Alter. Igel-Eye-Mara. Yes. Vorsicht, da kommt eine Mange jetzt von rechts. Ich geh jetzt auf seine Burg da. TC ist down. Ah, da ist auch noch eine Burg. Hier ist auch noch eine Burg. Okay, ja. Da gehe ich jetzt drauf. Okay, der greift mich gerade hier an zu Hause, habe ich gar nicht gemerkt. Der hat diese Federpfeilschützen. Mhm. Okay. Okay. Brauchst du da Hilfe? Ja, jetzt, wenn du jetzt mit Rittern kommst, wäre geil. Also zeigen in seine Base mit rein, hier, wo wir da mit dem Bogen stehen. Ich glaube, wir müssen jetzt mal ein bisschen all-in gehen einfach. Ja. Und jetzt einfach angreifen. Tribok geht also auf seine... Brauchst du Hilfe in deiner Base, meine ich? Ja, wenn du helfen kannst, Hammer. Der ist da mit so ein paar Feder-Arschlöchern da. Villager bauen. Die Burg ist gleich down. So, das Dorfzentrum hier unten, hier stehen meine ganzen Eagles dran, aber der hat Bogenschützen. So, Burg ist gleich down. Alter, sind die schnell, das ist so lächerlich. Ich geh jetzt mal hier raus. Ich hab ein Pferd, Mann!
Ah, geil, die Kongs sind da. Ja, ja. Halt nice, Alter, das ist perfekt. Jetzt kann er hier nicht viel mehr machen. Weich mal aus, ich gehe damit. Lass dich nicht abschießen, ich gehe mit meinen Eagles. Genau, mach das mal bitte. Der geht mir so auf den Sack mit seinen Scheißmangen. So, die Burg ist jetzt auch down. Leute, ich glaube, wir haben den. Das ist bald GG. Sieht sehr gut aus, ja. Sehr schön. GG! Ja! Nice! Come on! Yes! Gecheckt! Hammer! Georgie, ey, das war nicht schlecht. Du hast bei mir echt gut Druck gemacht und auf jeden Fall. Wir hatten ein bisschen Angst. Ja. GG, ey, du hattest auf jeden Fall Florentino und mich schon wieder im Rage-Modus gegeneinander. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ich glaube mir, Marco kann davon ein Lied singen. Ja, wie siehst du es? Du hast echt super krass gut Druck gemacht bei Florentino und warst überall auf der Map, hast gut gewallt. Es war echt schwierig heute in dem Spiel gerade. Wie siehst du es? Ja, also meine Strategie ist, glaube ich, ganz gut aufgegangen. Ich habe super viel Druck gegen Florentino gemacht, wie ihr es auch gesagt habt. Ja. Leider war meine Karte wieder nicht so geil. Natürlich Maya, ich will auf meine Feder verschützen und hat halt zwei Steine da super in deine Richtung. Du wirst immer aggressiv sein. Ich kann es nicht wirklich mit Türmen, ich kann nicht wirklich mauern. War nicht so praktisch. Ja. Und dann kann ich halt die Mauer nicht halten. Wenn ich es halt schaffe, euch so bis Minute 25 nicht wirklich reinzulassen, glaube ich, habe ich eine Chance. So habt ihr es wieder zu aggressiv gespielt, zu viel Dorf runtergekriegt und ja. Ja. Sieg geholt. Krass, ich muss auf jeden Fall deinen Mangen, Marco, loben. Das ist echt so fucking nervig. Du hast, glaube ich, so viel, du hast insgesamt bestimmt 30, 40 Bogenschützen von mir einfach nur mit Mangen. Ich weiche ja immer aus und der weiß immer, der schießt immer per hier Ground Attack dein. Und es ist so ein Mindgame. Ich gehe ja dahin, wo ich denke, dass er denkt, dass ich nicht hingehe. Und du hast immer getroffen. Das war echt total, entweder bedenken total gleich oder du hast super oft getroffen. Also großen Respekt, GG. Auf jeden Fall. Hammerspiel. Ja. Ja, ich gucke mir gerade den Map an, vielleicht können wir ja meinen kurz abgreifen hier noch. Dann kann ich mal gucken. Das ist. Ja, du hast hier auf jeden Fall gut reagiert. Du hast am Ende unten noch so ein TC gebaut, als du von der zweiten Wardline auch angegriffen worden bist. Ne? Das war ganz gut. Und ich muss auch loben, du hast deine TCs sehr gut gesetzt. Man ist eigentlich immer durch Pfeilhage gelaufen, aber die Eagles sind natürlich, also die sind einfach so. Sobald du so eine kritische Menge hast, da reißen die auch ein TC halt so schnell ein. Ja. Wenn da so ein Gruppe Eagles bei dir drin ist, ist auch nicht so schön. Also ich persönlich spiele auch super ungern gegen Eagles. Ja. Ich kenne das ja von Mara auch. Die ist so eine fucking Scheißeinheit, ey. Die fressen voll viel Pfeile. Die sind irgendwie immer, die gehen immer irgendwo hin und stechen immer irgendwo dagegen. Die sind echt krass. Naja, okay. Ein paar aber Schleuderer ich, dabei und dann... Schleuderer Leute. Dabei und wie heißen sie? Schoko... Toleko. Nee. Was denn? Schlotter. Nee, aber genau, also auch hier, wie gesagt, das sollten die Zuschauer auf jeden Fall auf dem Schirm haben, dass das 3-1 ist einfach hart. Ich glaube, 2-1 sieht das ganz anders aus mit Nili. Macht er auf jeden Fall eine deutlich bessere Figur. Aber wir haben so Early Pressure gemacht. Und man muss auch dazu sagen, wir sind ja on edge, jeder einzelne von uns. So, also spielen ja quasi unser Maximum. Das ist schon krass, dass man da so dann. Dass Nili noch so gut spielt und es so schwer macht. Mhm. Nicht schlecht. Sowohl Viper als auch Nili sind unserer geballten Power nicht gewachsen. Ja, finde ich schon nicht schlecht, aber es ist bestimmt sehr nett. Ja, das war's dann, glaube ich, auch, oder? Ja, Nili, vielen Dank, dass du eingesprungen bist. Und ach, was heißt eingesprungen? Das ist der Ehrengast. Ja, auf jeden Fall. Ja. Total. Ja, das war super. Wir wollten ja schon länger, dass es mal klappt. Das haben ja auch die Community und so, haben wir ja gesehen. Und bist ja quasi, kennst ja auch Marco gut und so, ne? Deswegen, es hat immer nicht geklappt, jetzt hat's geklappt. Und ich habe mir natürlich auch eingeladen, auch wenn Marco gesund gewesen wäre, sag ich mal. Aber an dieser Stelle auch jetzt nochmal gute Besserung an den kranken Marco. Ja. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, Nili. Ja, war wundervoll hier und das Spiel zu kommentieren war super geil und hier das 3-1 war eine knappe Kiste. Danke für die Einladung. Gerne. Und für Leute, die Bock haben auf Nili, könnt ihr natürlich euren YouTube-Kanal immer gerne angucken. Da könnt ihr viel von ihm sehen. Bestimmt oder da haut er richtig viel Content raus. Schaut euch das an. Ansonsten macht's gut. Bis nächste Woche. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.